Weltcup-Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in einfach ein Spiel. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Geht wieder bei 0 los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Vor den nächsten, let's bring. Hopp. Vor dem Abschluss. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Sage ich hallo und herzlich willkommen live aus Offenbach, das Ganze vom Biberer Berg. Da gastiert der Sonnenhof aus Großasbach und er hat viel Sonne mitgebracht. Schwerstarbeit heute für unsere Kameraleute, die ein halbes Spielfeld in totaler Dunkelheit haben und eine andere Hälfte voll hell. Also die müssen ständig schrauben und schalten. Einer, der muss das nicht, der hat das schon getan, der sitzt neben mir. Hallo und herzlich willkommen, Kaspar Lauck. Ja, auch ich begrüße euch ganz herzlich hier aus dem frostig kalten Sparda-Bank-Hessen-Stadion. Und Lars, ich würde sagen, bevor wir großartige Reden schwingen, direkt gehen wir zu den Ausstellungen, oder? Wir schwingen keine Reden, wir lassen Taten folgen. Wie wird denn der OFC spielen? Kaspar, du hast recherchiert, du weißt mehr. Ja, ihr seht es hier jetzt eingeblendet. Also voraussichtlich im 4-1-4-1-System sehen wir da Stefan Flauder im Tor, dann Ronny Marcos, Malte Karpstein, Sebastian Jelinecki und Mike Vetter. Das ist die defensive Viererkette. Davor der Sechser, Charles Elila Prévot. Davor dann ein Vierer-Mittelfeld, links außen Serkan Firat. Zentral auf der 8, Tunay Dennis und Florent Bojai, rechts außen Davut Tuma. Und im Sturm Matthias Fetsch. Sieht fast so aus, als ob Fetsch im Tor spielen würde heute bei unseren Gegnern, aber ist nicht ganz so. Er spielt ganz vorne in der Offensive, ganz klarer Fall. So, und wir können natürlich auch nochmal nachlegen. Wir hätten da Tramontana, wir hätten Sobotta dabei, wir haben Lemmer, Hussein Basic, Soriano, Calabrese und der Routinier Albrecht. Das Ganze aufgeboten von Sreto Ristić, unserem Cheftrainer.
Kaspar, aber so wie ich dich kenne, ja, weißt du auch Bescheid über den Gegner. So ist es. Den seht ihr dann hoffentlich jetzt genau eingeblendet in den gelben Auswärtstrikots. So wird der Sonnenhof spielen. So erwarten wir sie taktisch. Natürlich keine hundertprozentige Gewähr. Im Tor haben wir David Recker, Biesinger, davor dann eine defensive Viererkette aus Sebastian Schick, Vincent Sadler, Kai Gehring und Ken Gibson. Davor eine Doppelsechs aus Andrew Owusu und Nicolas Jüllich. Spielmacher ist Mohamed Diakite. Interessanter Mann, kann ich leider noch was zu erzählen. Can Karatas rechter Außenbahn, linke Außenbahn Andreas Ivan und im Sturmzentrum der Top-Torjäger der Regionalliga Südwest, Marvin Kuni. Ja, das hat er schon mal rundum informiert. Hans-Jürgen Boysen, ja, he is back sozusagen hier auf Bibershöhen, allerdings mit dem Gegner. Und heute ruht erstmal die Freundschaft. Aber es gibt was ganz Tolles. Ihr könnt auch heute schreiben an fanradio.ofc.de bzw. kickerstv.ofc.de. Und es gibt ein tolles Gewinnspiel. Ja, da blenden wir es mal ein. meinekrankenkasse.de. Da gibt's was, nämlich einen Dreier für deine Gesundheit. Zum Beispiel sportmedizinische Untersuchungen, ein attraktives Bonusprogramm und alternative Heilmethoden. Jetzt zum Partner der Kickers wechseln. BKK, VBU, meinekrankenkasse.de, Partner von Kickers Offenbach. Ja, und wir haben heute eine schwere Gewinnspielfrage, lieber Kaspar. Genau, dreht sich um den Trainer der Gäste, um Hans-Jürgen Boysen. Und da wollen wir wissen, wie oft hat er denn das Kunststück des Aufstieges mit uns geschafft und wann war das jeweils? Ja, wer das weiß, kann schreiben an kickerstv@ofc.de. Da habt ihr es nochmal, meine-krankenkasse.de, die BKK VBU. So, und jetzt, lieber Kaspar, haben wir noch was Schönes mitgebracht. Gestern Abend hat sich der Präsident uns gestellt und hat eine neue Aktion vorgestellt. Ehrensache heißt das Ganze. Und Ehrensache ist es auch für uns, euch das jetzt nochmal vorzustellen. Liebe Freunde der Offenbacher Kickers, wir wollen und müssen wieder einmal um Ihre Solidarität und Ihre Unterstützung bitten für unseren Fußballverein. Letztes Jahr haben wir die große Herausforderung gehabt, eine Planung abzusegnen für die jetzt aktuelle Saison, wohl wissend, dass man diese Saison eigentlich fast gar nicht planen kann. Uns war klar, dass wir mit unwahrscheinlich vielen Widrigkeiten im Laufe der Saison konfrontiert werden. Wir haben uns dann dazu entschieden, unter dem Rahmen des Verantwortungsvollen eine optimistische Planung letztendlich zu verabschieden, was wir dann auch gemacht haben. Wir haben uns dann im Laufe der Saison sehr stark gemacht, unsere Interessen dann letztendlich auch zu wahren und auch unserer Überzeugung zu folgen, die es dann auch verhindert hat, dass die Saison unterbrochen oder vielleicht sogar abgebrochen wurde. Ich glaube, wenn man das Revue passieren lässt, war das dann auch eine sehr vernünftige Entscheidung, denn wir sehen es an den anderen Regionalligen, die jetzt aktuell nicht spielen, die eigentlich, man kann schon fast sagen, temporär in die Bedeutungslosigkeit gefallen sind. Für uns war es wichtig oder auch klar, dass alles besser ist, wie die Saison abzubrechen oder zu beenden, auch um letztendlich einen fairen sportlichen Wettbewerb dann auch abhalten zu können. Ich glaube, wenn man das jetzt sieht, was dann auch passiert ist, ist, dass man sagen kann, dass es eigentlich unter den doch jetzt vorhandenen Rahmenbedingungen relativ vernünftig dann auch gelaufen ist bis dato. Wir haben neben der Corona-Pandemie, die man ja eigentlich schon fast als Jahrhundertereignis bezeichnen muss oder kann, noch das Thema Temperaturen jetzt, wir haben einen eisigen Winter. Trotz alledem läuft es halbwegs und man kann sehr fest daran glauben, dass die Saison am Ende dann auch vernünftig abgeschlossen wird, dass die Spiele alle stattfinden werden und wir dann auch wirklich eine sehr sportliche und faire Entscheidung bekommen werden. Ich persönlich finde, dass der Verband der Regionalliga aktuell einen wirklich sehr, sehr guten Job macht unter der Leitung von Herrn Döter. Ich meine, die Herren müssen sich jeden Tag neu erfinden, ständig irgendwelche Spiele verlegen und ständig verschiedene Dinge entscheiden. Aber ich muss wirklich sagen, wir können da sehr zufrieden sein, wie das aktuell dort auch bewerkstelligt wird. Dasselbe auch, muss ich sagen, an die kleinen Vereine. Auch ein sehr, sehr großes Kompliment. Ich war selbst in Stadt Allendorf oder auch in Koblenz. Wenn man sieht, mit wie viel Herzblut aktuell diese Situation gemeistert wird, das ist wirklich sehr beeindruckend und das vermittelt mir ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und ich kann mir nur wünschen, dass dieses ganze Herzblut dann am Ende der Saison auch belohnt wird und jeder Verein das Ziel erreicht, was er letztendlich dann auch erreichen möchte. Ja, jetzt nochmal ein kurzer Satz zu der aktuellen Situation.
Ich selbst war, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr überrascht über die Wucht der Kritik der letzten Wochen, die teilweise auf uns geströmt ist, jetzt nicht auf uns persönlich, sondern auf die Situation, in der wir uns von außen gesehen scheinbar befinden. Ich persönlich habe das gar nicht so negativ gesehen, deswegen hat es mich auch wirklich überrascht. Ich meine, man kann nicht erwarten, dass man eine Mannschaft mit, ich glaube, es waren 15 Spieler, dann neu entwickelt oder aufbaut und dann auf einmal alles wegballert, was letztendlich in der Regionalliga vorzufinden ist. Dass diese Aufgabe eine extrem schwere ist, war uns im Präsidium von vornherein klar. Und jetzt mal 3-Jahresplan hin oder her, das ist alles kein Selbstläufer. Und man sieht es an vielen anderen Beispielen wie Mannheim, Saarbrücken oder wenn man auch eine Schublade höher geht, wenn man Hoffenheim oder auch Red Bull Leipzig sieht, wie lange die dafür gebraucht haben, um letztendlich aus einer Regionalliga rauszukommen, ist das, glaube ich, gar nicht so dramatisch, in welcher Situation wir uns aktuell befinden. Wenn man jetzt auch mal sieht, ab wann wir eigentlich erst wirtschaftlich vernünftige Möglichkeiten haben. Und das ist ja noch nicht so lange. Wir im Präsidium sind fest entschlossen und wir haben uns an dieser Aufgabe, ich will mal sagen, festgebissen. Wir sind wild entschlossen, auch wenn jetzt die nächsten Spiele verloren werden oder was auch immer passiert, dieses Thema, diese Herzensangelegenheit für uns weiterzuführen. Und wir persönlich lassen uns von Rückschlägen nicht entmutigen. Und ich würde einfach wirklich alle, die diesem Verein wohlgesonnen sind, bitten, auch einfach zukünftig mehr Ruhe zu haben. Denn es tut keinem gut, wenn wir Schlechtes noch schlechter reden. Ich glaube, gerade wenn etwas nicht gut läuft, ist Geschlossenheit wichtig und es ist nicht notwendig, alles dann kaputt zu reden, was wir vielleicht schon teilweise aufgebaut haben. Und egal, wo wir am Ende der Saison sein werden, ich persönlich weiß es nicht, keiner weiß es, aber egal, wo wir sein werden, es wird nicht so sein, dass wir bei Null wieder anfangen müssen, wie eigentlich leider Gottes zu dieser Saison oder zum Anfang dieser Saison. Wir haben eine intakte Mannschaft, die aus meiner Sicht ein wirklich noch großes Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln. Und wenn es dies Jahr nicht klappt, dann müssen wir genau diese paar Stellschrauben nochmal verändern. Und es werden dann nicht mehr so viele sein. Und irgendwann wird auch unser Verein diesen Erfolg haben, den wir uns dann auch mit harter Arbeit und Geduld verdient haben. Und da müssen wir einfach fest dran glauben und dürfen uns nicht von Rückschlägen jedes Mal wieder auseinanderdividieren oder Dinge in Frage stellen. Das ist nicht notwendig und es wird nächste Saison auch wieder weitergehen, egal wo wir sind. Und dieses Vertrauen müssen wir einfach miteinander oder untereinander haben. So, jetzt noch eine Sache, die mir persönlich sehr wichtig ist. Ein Projekt, was ich Ihnen gerne vorstellen möchte, was am Ende entscheidend ist für die kommende Saison. Denn diese Saison werden wir auf jeden Fall mit der Bündelung aller Kräfte vernünftig zu Ende bekommen, auf wirtschaftlicher Basis bezogen. Auch wenn das sicherlich ein Husarenritt ist, werden wir es hinbekommen. Wo wir aber einen großen Respekt davor haben, ist, dass wir uns abschneiden für die Planung für die kommende Saison. Denn egal in welcher Liga wir nächstes Jahr spielen, ist es uns wichtig, dass wir einen leistungsstarken und auch konkurrenzfähigen Kader zusammenstellen können. Und deswegen ist es wichtig, dass so wenig wie auch nur wirklich möglich an Rückforderungsansprüchen auf uns zukommen von der aktuellen Saison. Deshalb würde ich Sie bitten, seien Sie solidarisch zu unserem Verein, verzichten Sie auf Ansprüche gegen uns und unterstützen Sie uns auch weiterhin. Wir haben uns dafür eine Aktion ausgedacht, die wir mit der Aktion Ehrensache bezeichnet haben, dass wir das als Ehrensache sehen, unseren Verein zu unterstützen. Jeder, der auf diese vielleicht vorhandenen Rückforderungsansprüche verzichtet, wird von uns einen wunderbaren Schal bekommen, auf dem das Logo Ehrensache auch abgebildet ist und wird einen Aufkleber bekommen, einen Aufkleber für das Auto, auf dem auch das Wort Ehrensache zu finden ist. Wir werden bei dem ersten Spiel, das wir mit Zuschauern, mit voller Zuschauerzahl abhalten können, diese Choreo dann bzw. dieses Motto auch dann in den Mittelpunkt des ganzen Spiels stellen. Ich denke, den Fanclubs und den ganzen Zuschauern wird da sicherlich was ganz Tolles einfallen und ich glaube, das kann nachher eine ganz, ganz runde und schöne Aktion werden. Für uns ist es wichtig, weil wir letztendlich auch für die neue Saison Gas geben wollen und von daher mein großer Appell an Sie, unterstützen Sie weiterhin Ihren Verein, wie Sie es immer gemacht haben.
Wir hatten das Ganze letzte Woche im Rahmen eines Sponsorenfrühstücks vorgestellt und muss sagen, wir waren sehr beeindruckt. Dem Herrn Kunkel sein Handy hat nicht stillgestanden von Sponsoren, die gesagt haben, selbstverständlich, wir verzichten auf alles. Im Gegenteil, wir sagen jetzt schon auch die Unterstützung für die kommende Saison zu. Das war eine unwahrscheinliche Solidarität und ich glaube, in den Zeiten, in denen wir uns aktuell befinden, geht so etwas wie das, was wir hier machen, nur wenn wir alle solidarisch sind, wenn wir alle zusammenhalten. Und ich habe da ein großes Vertrauen in unseren Verein, in unsere Fankultur und in unsere Sympathisanten des Vereins, dass es auch hier möglich sein wird. Von daher bitte unterstützen Sie uns, seien Sie solidarisch und schließen Sie sich unserem Motto der Ehrensache an. Herzlichen Dank. Rausgehen. So, ihr Lieben, das sage ich nochmal. Hallo und herzlich willkommen all denen, die sich jetzt erst eingeschaltet haben. Kurz haben wir uns ja eben schon mal gemeldet. Danke auch an unseren Präsidenten, der uns das Konzept Ehrensache vorgestellt hat. Kaspar, eine tolle Geschichte, oder? Ja, und da möchte ich mal eine Sache loswerden. Einerseits auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Es gibt gerade nicht so viele Möglichkeiten zu spüren, warum das ein besonderer Club ist, weil die Fans hier nicht rein können ins Stadion. Aber das ist wieder so einer der Momente, wenn ich dann in die Kommentare drunter schaue, wo ich merke, das ist ein besonderer Club. Wo man es dann mal wieder merkt, also ich glaube, also wie viele Kommentare da gesagt haben, Mensch, toll, aber absolute Ehrensache, ja klar, wir sind an Bord, wir stellen keine Regressforderung. Das ist wahnsinnig wichtig und gut für den Club und auch von uns ein fettes Dankeschön an euch, dass ihr diese Aktion so toll aufnehmt. Ja, auf jeden Fall, da schließe ich mich an und lieber Kaspar, was uns jetzt angeht, müssen wir natürlich jetzt mit Informationen raus. Die Fans wollen wissen, wie spielt denn die Kickers? Ja, da schauen wir doch mal auf die Aufstellung. Auf dem sonnigen Biberer Berg wird folgende Elf für den OFC spielen. Stefan Flauder im Tor, dann eine Viererkette aus Ronny Marcos, Malte Karpstein, Sebastian Jelinjecki und Mike Vetter. Davor erwarten wir den Sechser Charles Elila Prévot, ein Vierer-Mittelfeld, dann davor links außen Serkan Firat. Auf der 8 Tunay Dennis und Florent Bojay, rechts außen Davut Tuma und im Sturmzentrum ganz vorne drin Matthias Fetsch. Ja, und wir können auch nachlegen, wir hätten Angelo Tramontana mit dabei fürs Tor, Marcel Sobotta, der Flügelflitzer, Jakob Lemmer, der Youngster, ebenso wie Hossein Basic, Elias Soriano für den Sturm, Francesco Calabrese und der Routinier Lukas Albrecht. Schiedsrichter haben wir auch heute, Kaspar. So ist es. Da haben wir den Manuel Bergmann. Ihm assistieren Alexander Rösch und Kevin Popp. Und wir haben einen Gegner sogar. Auf jeden Fall. Zu dem kommen wir jetzt. Und der kommt auch jetzt hier schon aufs Feld. Den werden wir jetzt hier gleich unten schon mal sehen. Kaspar? Genau. Wir erwarten Sie in einem 4-2-3-1. Im Tor David Mrecker, Biesinger. Dann Viererkette Sebastian Schiek, Vincent Sadler, Kai Gehring und Ken Gibson. Kai Gehring, Vereinsikone bei Groß Asbach. Ich sag nur eins. 261 Spiele hat er für diesen Verein schon gemacht. Davor die Doppel-6 Owusu und Jüllich. Davor dann ein sehr interessanter Mann, Mohamed Diakite auf der 10. Richtig groß gewachsener Schlags, 1,95 groß, erwartet man so gar nicht. Aber doch ein sehr dribbelstarker Mann. Links außen, da haben wir ein bisschen gerätselt, aber erwarten da Jonas Brändle. Kann aber auch sein, dass Sebastian Schiek eine Position nach vorne rückt oder der Rechtsverteidiger Ken Gibson das ist. Denn nominell haben wir gar keinen Linksaußen hier aufgestellt von Hans-Jürgen Boysen. Rechts außen Can Karatas und im Sturm, das ist Marvin Kuni, der Top-Torjäger der Regionalliga Südwest. Ein Spieler, von dem Hans-Jürgen Boysen sagt, also wenn der am Ball bleibt, ist die Regionalliga sicher nicht seine Spielklasse. Und wer mit 19 Jahren schon 13 Tore in 20 Spielen markieren kann in der Regionalliga Südwest, tja, der hat durchaus die Anlagen, noch mal weiter oben zu spielen. Für uns gilt es, diesen jungen Mann unter Kontrolle zu halten, wie auch die komplette restliche Mannschaft. Warum das ein gefährlicher Gegner ist, werde ich schauen. Da die Mannschaft jetzt noch Zeit lässt mit dem auf das Feld kommen, kann ich da sicherlich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ihr alle habt es vielleicht mitbekommen. Da dachten wir eigentlich am letzten Spieltag, wir hätten mit dem 6:1 gegen Balingen den höchsten Sieg des Spieltags eingefahren. Und dann kam Groß Asbach. Und die haben einfach mal den Konkurrenten im Abstiegskampf, den FK Pirmasens, mit 7:1 weggefegt. Also, die sind verdammt gut in Form gerade, zumindest die letzten beiden Spiele. War aber auch wichtig, dass sie da die Form wiedergefunden haben. Haben sie nämlich gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf gepunktet, gegen FK Pirmasens und gegen Astoria Waldorf.
Okay, jetzt warten wir noch auf den OFC und da könnten wir eigentlich noch mal die Aufstellung einblenden. Denn das ist ja das, was unsere Fans interessiert. Flauder im Tor, klar. Und jetzt kommen hier auch die Referees schon mal aufs Feld. Davor Jelenjetski und Karpstein, links Markus, rechts Vetter. Davor Laprevot und jetzt kommt der OFC hier aufs Feld. Bojaj und Dennis in der Mitte, Ferhat links, Tuma rechts und Fetsch ganz, ganz vorne. So ist es. Also, begleitet von den Fanfaren, die Offenbacher Kickers, die kommen aufs Feld. Da seht ihr die beiden Kapitäne, Kai Gehring und Stefan Flauder. Zwei absolute Routiniers. Und Kai Gehring da im gelben Trikot links bespricht jetzt mit unserem Capitano, wer von rechts nach links spielt. Und das wird nicht der OFC sein. Der Schiedsrichter Manuel Bergmann ist gerade nochmal angezeigt. Also die Seiten werden nochmal getauscht werden. Der OFC von links nach rechts wird dafür anstoßen, so schaut es aus. Stefan Flauder macht nochmal die Ballprobe gerade. Und ja, dann darf es jetzt gleich losgehen. Lars, es ist angerichtet. Es ist angerichtet, wir sind soweit. Heute ist Schwerstarbeit für alle unsere Kameraleute, ihr seht das. Der Platz ist auf der einen Seite ganz, ganz hell und auf der anderen Seite ganz, ganz dunkel. Also die sind schwer am Schrauben, die müssen ständig umstellen. Aber ich denke, ihr habt alles hier drauf. Und jetzt kann es losgehen. Der Schiri schaut nochmal zu Kasper. Der gibt ihm gleich das Fernsehsignal und dann kann es hier auf Biebershöhen richtig rund gehen. Aber nicht gegen die Sonne sieht. Na, jetzt hat er es gesehen. Naja. Und er will aber noch nicht so richtig. Schaut andächtig. Und jetzt geht's los, Gott mit uns. Der OFC ist im Spiel. Und auch am Ball. Also erst einmal zurückgespielt hier. Ganz zurück auf Flaudern. Da habt ihr es gesehen, da hat man Sand hingelegt. Denn neulich ist ja hier das Spielfeld fast weggeschwommen. Das Spiel musste ja ausfallen gegen den FSV. Wegen Wassers. Aber heute der Platz optimal präpariert. Muss man sich überlegen, wir sind hier im dicksten Winter. Und die Rasenheizung hat hier einen ganz guten Job gemacht. Und auch unsere Greenkeeper, großen Respekt. Ja, also gegen Kälte und Frost, da sind wir gefeit. Gegen sinnflutartige Regenfälle, das war dann doch etwas zu viel. Aber heute ist der Platz in einem guten Zustand. Ich denke, wir werden gut drauf Fußball spielen können. Müssen wir auch, denn wir haben einen Gegner, der sich zuletzt etwas befreien konnte. Aus dem Abstiegsstrudel, der Drittliga-Absteiger. Ja, er möchte natürlich mit aller Macht verhindern, jetzt direkt weiter in die Regionalliga durchgereicht zu werden. Einer, der da die Lebensversicherung ist dafür, der war da gerade am Ball mit der Nummer 7, Marvin Kuni. Ich habe gerade schon so ein bisschen angefangen auszuführen, also 13 Tore und das mit gerade mal 19 Jahren. Hans-Jürgen Boysen hat über ihn gesagt, dass er wahrscheinlich nicht dauerhaft in der Regionalliga zu halten sein wird. Sehr stark, sehr schnell. Und da ist er jetzt schon wieder am Ball. Wird da immer wieder gesucht. Ganz, ganz klarer Fall. Die Flanke von der rechten Außenbahn, die war jetzt doch eher ungefährlich. Landet in den Armen. Sretoristic. Ja, der ist schon wieder schwer am Kommando gegeben. Ne? Gestikuliert dort. Treibt seine Mannen nach vorne. Und da kommt der OFC auch über die rechte Seite. Ja, so ist es, Florent Boja. Ja, schickt das. Er kann Vierer. Hat gut gemacht. Ah, dann kann er den Ball leider nicht ganz mitnehmen. Das ist dann erstmal mit der Nummer 19, Jonas Brändle, der da klären kann. Aber Serkan schon wieder im Ballbesitz und so, wir spielen erstmal hinten rum. Wir hören im Hintergrund auf jeden Fall irgendwo vorm Stadion ist ein Trommler, ja, den OFC hoffentlich ein bisschen Beine machen wird. Wahrscheinlich hört er unsere Reportage oder ja, durch das Trommeln hört er es wahrscheinlich nicht. Er sieht wahrscheinlich irgendwie das Bild auf dem Handy oder wie auch immer. Seid gegrüßt, liebe Fans. Und jetzt geht's hier weiter auf der rechten Bahn mit Mike Vetter. Ja, spielt erst nochmal ganz zurück. Und da kann sich Stefan Flauder, der Kapitän, der Kugel annehmen. So, wir haben heute noch ein Gewinnspiel. Das will ich noch schnell hier mal einflechten, weil es jetzt hier langsam rumgeht. Die BKK VBU, meinekrankenkasse.de. Top-Leistung ab der ersten Minute. Und ja, wir werden das gleich noch mal ein bisschen ausführen, was da alles Tolles gibt. Vor allem gibt es eine Quizspielfrage. Kasper? Genau, dreht sich um den Trainer unserer Gäste, um Hans-Jürgen Boysen. Wir alle kennen ihn und haben ihn in guter Erinnerung. Und ja, die Gründe dafür, das ist Teil der Frage. Der hat ja durchaus eventuell mal Erfolg mit uns gehabt. Und wie viele Aufstiege hat er mit uns geschafft und wann waren die? Das wollen wir von euch wissen. Die Art der Erfolge hast du jetzt ja schon genannt, aber gut, ja, das will er wissen. Also, und da haben wir das. Ein Dreier für deine Gesundheit, zum Beispiel sportmedizinische Untersuchung, ein attraktives Bonusprogramm und alternative Heilmethoden. Jetzt zum Partner der Kickers wechseln. BKK VBU, meine-krankenkasse.de. Partner von Kickers Offenbach. Gut, Dankeschön und weiter geht's jetzt hier auf dem Feld. Wer es weiß, kann schreiben an kickerstv@ofc.de. Und zu gewinnen gibt es zwei VIP-Karten. Sobald hier wieder ja, Zuschauer zugelassen sind, seid ihr dabei. Zwei VIP-Karten hier im großen Gewinnspiel.
So, die ersten 3,5 Minuten sind gleich rum. Kasper, dein Fazit bis hierhin? Ja, ist vielleicht noch ein bisschen früh, aber nee, man merkt auf jeden Fall, beide Mannschaften beschnuppern sich erst noch mal ein bisschen. Versuchen erstmal hier mit den eisigen, frostigen Temperaturen zu Rande zu kommen. Der Ball jetzt in den Armen von Sreto Ristić. Der hatte im Vorlauf der Partie gesagt, dass Kroos Asbach eine gute Mischung aus jungen und alten Spielern habe. Das spiegelt sich dann übrigens auch in der Elf, die sie heute auf den Rasen schicken, auf den kalten Rasen des Biberer Berges wieder. Während wir jetzt schauen, was da Florent Boyer macht, ob er sich da durchsetzen kann. Da ist dann aber Mohamed Diakite dazwischen. Wohl ganz, ganz stark in Form in letzter Zeit. Und schickt dann jetzt hier Can Karatas, der gegen Mike Vetter versucht, sich auf der linken Außenbahn durchzusetzen, muss dann aber erstmal abdrehen. Aber Kroos Asbach mit dem ersten ernsthaften Angriff sozusagen, und da werden sie auch einen Freistoß bekommen. Da ist Serkan vielleicht etwas ungeschickt in diesen Zweikampf reingegangen. Schauen wir mal. Der etatmäßige Standardschütze, zumindest beim letzten Spiel gegen Pirmasens, war Joel Gerezkia. Der sitzt heute allerdings nur auf der Bank. Und so wird das dann Nicolas Jüllich erledigen. Das ist einer der beiden Sechser. Erfahrener Mann, 30 Jahre alt. Hat, kleiner Funfact über seine Vita, tatsächlich schon mal einen Titel gewonnen. Den Liechtensteiner Cup. Den konnte er mit dem FC Vaduz holen. Von dort ist er dann auch hierher nach Kroos Asbach gewechselt. Hat im letzten Spiel tatsächlich auch getroffen. Also mal gucken, müssen wir jetzt aufpassen bei diesem Freistoß. Eine Menge sehr groß gewachsener Kerls haben sie da drin. Diakite, Gehring und so weiter. Alle knacken sie die 1,90. Das ist jetzt Arbeit für uns da hinten drin. Und da ist es gefallen. Tja, das war tatsächlich Marvin Kuni. Da habe ich noch gewarnt. Und tatsächlich, leider habe ich recht behalten. Ist ein gefährlicher Mann, macht das 1 zu 0. So schnell kann es gehen und das müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Da kommt er nämlich hier, der Freistoß von der linken Seite. Und da kann er, obwohl dort einige Offenbacher um ihn herum stehen, einfach frei einnicken. Das war sicherlich ein Abstimmungsproblem dort hinten. Also 1 zu 0 führt der Sonnenhof in Offenbach. So ist es. Also Saisontor Nummer 14 für Marvin Kuni. Der Mann hat einfach einen Lauf. Dreifach getroffen zuletzt und jetzt hier schon nach 5 Minuten seinen ersten Treffer in der heutigen Partie markiert. Möge es heute sein letzter bleiben. Und da haben wir jetzt natürlich eine Aufgabe. Tut auf jeden Fall gut zu wissen. Kroos Asbach defensiv nicht unverwundbar. Auch gegen Pirmasens hatten sie die ein oder andere Haare gesehen. Hätten auch mehr als einen Gegentreffer kassieren können. Bei all dem Glanz und Gloria, den sie dann im letzten Spiel hatten. Also sie sind angreifbar. Aber ist jetzt natürlich, müssen wir nicht drum herum reden, keiner besonders tolle Ausgangssituation, so früh jetzt in Rückstand zu gehen. Ja, im Testspiel war es ja genau umgekehrt. Hat der OFC ratzfatz 3-0 geführt. Hier gegen Kroos Asbach. Und dann kamen sie erst in der zweiten Halbzeit. Aber gut, so ist das. Haben wir ja jetzt auch gerade in Balingen gesehen, wenn man früh in Führung geht. Aber jetzt hat der OFC natürlich die Möglichkeit, hier auszugleichen. Aber jetzt müssen wir erstmal aufpassen, denn die Asbacher kommen schon wieder hier. Rechts rausgelegt, ja, auf die Sonnenseite. Und dann hat er nochmal den Haken geschlagen, nochmal zurück. Und jetzt kommt die Flanke vorne rein, Richtung Elfmeterpunkt. Aber erst einmal aufgepasst auf Offenbacher Seite, Tony Dennis. Oh, da hat er an Freund und Feind vorbei zurück auf Lauda gepasst. Und es hat halt auch gepasst. Also insofern. Und weiter geht's mit dem OFC. Oh, da kann er sich schön hier befreien. Links rausgelegt. Und Ronny Marcos. Ja, dann wollte er schicken dort vorne rein. Das wird wohl nichts, oder? Naja, weiß nicht. Gibt's Abstoß vom Tor der Kroos Asbacher. Ja, und da hinten wird auch gesungen. Das hört ihr vielleicht im Hintergrund. Und ja. So, zum vorgezogenen Valentinstag grüßt René Amersbach seine geliebte Frau Janina Amersbach. Eieiei, 3 Punkte und die Kickers sollen siegen. Weiter geht's hier mit dem OFC, wollte ich sagen. Und schon sind sie wieder am Spielgerät, die Schwarz-Gelben. Ja. Da kommen sie über die linke Seite. Mike Vetter stellt den ganzen Körper davor, hat er erst einmal gut abgeschirmt. Und dann ist der Ball im Seiten aus. Mike Vetter sucht da jetzt die Anspielkameraden. Ja, das muss man jetzt natürlich erstmal verdauen. Der OFC, jetzt da wir bald 10 Minuten gespielt haben, hat es noch nicht geschafft, entscheidend vor das Kroos Asbacher Tor zu kommen.
Da wurde Tuma, das ist vielleicht nicht die optimale Lösung gewesen, aber der OFC bleibt im Ballbesitz. Und Tuna Dennis mit einem wunderbaren Pass links raus auf Davut Tuma. Schauen wir mal, dass er da jetzt vielleicht seinen Gegenspieler stehen lassen kann. Flanke kommt rein, aber dann doch etwas zu weit. Und dann war er wohl auch im Tor aus. Also, ich habe es vielleicht in der Aufstellung dann noch etwas falsch gemacht, denn Sebastian Schiek scheint als Rechtsverteidiger aufgeboten zu sein und nicht als Linksverteidiger. Jonas Brändle dafür links hinten und dann links vorne. Ist alles noch ein bisschen unklar. Brauche ich noch ein bisschen, um das herauszufinden. So, vielen Dank für eure Übertragung und die wärmenden Worte. Und hier kommen auch schon die Antworten aus dem Gewinnspiel. Also, das scheint nicht allzu schwer zu sein. Weiter geht's mit dem Sonnenhof. Ja, über die rechte Seite, da kommt die Flanke vorne rein. Flauder lässt ihn ganz bewusst hier ins Ausgehen. Und so wird es Abstoß geben vom Offenbacher Tor. Ja. Also, ich denke, Hans-Jürgen Boysen wird da mit dem Auftakt absolut zufrieden sein. Hatte gesagt, wir wollen zeigen, dass wir mithalten können und unsere Chance suchen. Tja, nach jetzt knapp 10 gespielten Minuten kann man sagen, dieses Vorhaben im positivsten Sinne bis hierhin aufgegangen. Und wir haben jetzt eine richtige Aufgabe vor der Brust. Florian Boyer hat sich da gut mal zurückfallen lassen sozusagen. Den Spielaufbau damit eingeschaltet. Mike Vetter. Und dann bleibt er da hängen an Jonas Brändle. Ja. Luftkampf. Erst einmal zurückgespielt auf Nerussa Bissinger, der Schlussmann von Groß Asbach. Ja, rot-weiße Grüße natürlich auch wieder an meinen Bruder Thomas aus Fulda, schreibt der Wolfram. Und er weiß die richtige Antwort. Wünsche euch und allen ein tolles Spiel. Vielleicht könnt ihr ja mal mit Boysen ein extra Interview führen, würde mich freuen. Haben wir neulich gemacht beim Testspiel. Ja, genau, also das Testspiel. Erstes Spiel von Sreto Ristić, da haben wir hinterher auch nochmal kurz mit Hans-Jürgen Boysen gesprochen, beziehungsweise Lars hat das gemacht. Aber Serkan geht da erstmal gut am Gegenspieler vorbei, kann er die Flanke reinbringen. Leider nicht. Schade. Trotzdem, der OFC bleibt erstmal am Drücker. Laprevot und Jelinjetski, dem wird jetzt vielleicht der Seitenwechsel einfallen. Nein, eher Richtung Tunay Dennis. So. Ja, Groß Asbach, die stehen jetzt natürlich sehr kompakt da hinten drin. Haben da zwei Sechser vor ihrer Viererkette aufgebaut. Mit Jüllich und Owusu. Beziehungsweise immer mal wieder wechseln sich auch Owusu und Diakite ab. Je nach Situation geht einer auf die 10, der andere auf die 6. Und da ist die nächste Aktion abgepfiffen worden. Unter dem Applaus des Gästetrainerteams. Bei eisigen Temperaturen hier. Wobei, in der Sonne wird es angenehm warm sein. Also, ja, haben wir Ramon Berndroth, dem wird es aber nicht warm dort oben und auch nicht zu warm ums Herz, glaube ich. Nee, aber ich habe in Mainz, als wir in Mainz gespielt haben, gelernt, der Ramon, der ist relativ kälteunempfindlich. Da hat es so gezogen, da war es so kalt in Mainz und der saß da ohne Handschuhe, ohne Mütze, das hat dem gar nichts ausgemacht. Jetzt schauen wir mal, dass es da einen Freistoß gibt. Laprevot auf Jelinjetski. Wird viel kommuniziert, gerade auf beiden Seiten auf dem Platz. Und Sreto immer wieder am Dirigieren, schiebt die Spieler so, wie sie seiner Vorstellung nach am effektivsten sich am Aufbauspiel beteiligen können. Wir versuchen da jetzt in des Gegners Hälfte uns zu kombinieren. Aber immer wieder müssen wir abbrechen. Deutet darauf hin, dass Groß Asbach da fleißig ist, beim Räume zu laufen. Jetzt der lange Ball von Jelinjetski, der war aber so ziemlich ins Nichts. Gibt für Groß Asbach die Chance, sich im Umschaltspiel zu beteiligen. Can Karatas ist das, aber da brechen sie den Angriff dann erstmal ab. Aber jetzt schön gemacht von Boyai, der hat dann den Braten gerochen, spielt rechts raus. Und das ist Serkan Firat. Jetzt kann es doch schnell gehen über die Seite. Da hat er sich erstmal auf den richtigen Schlappen gelegt. Und dann erst einmal geblockt auf Asbacher Seite. Ja, der UFC muss dann nachsetzen. Hier in der Eiseskälte. Minus 8 Grad waren es vorhin, als ich hier angefangen habe aufzubauen heute Morgen. 8.30 Uhr. Es ist kuschelig warm. Ja, auf jeden Fall. Die Handschuhe und die Mützen, die haben hier gerade Hochkonjunktur.
OFC versucht Groß Asbach immer mal wieder zu pressen und zu drücken. Das ist durchaus erfolgsversprechend. Konnte man auch im letzten Spiel sehen. Die haben eine relativ spielstarke Mannschaft, auch auf der 6. Da zocken sie immer wieder gerne und versuchen da auch mit Dribblings sich zu befreien. Aber da neigen sie dann auch immer wieder zu Leichtsinnsaktionen. Also auch gegen Pirmasens haben sie das den Ball verloren. Das Spiel gerade steht, hier habe ich Grüße an dich, lieber Lars und mein Freund Kasper, so wie die alte Garde Offenbach soll gegrüßt werden, babbelt den Dreier rein vom Drecksack und der Manuela, das ist nämlich der Fra. So ist es und lieber Drecksack, eventuell kannst du mal die Kita Fuchsbau von mir mal wieder grüßen. Aber jetzt aufpassen, jetzt kommen sie wieder, der Sonnenhof über die linke Seite, gefährlich, aber dann Czerniecki erst einmal dazwischen gestellt und der OFC tut sich ein bisschen schwer, so richtig ins Spiel zu finden. Ja, also klar, man versucht ja schon das Heft des Handels in die Hand zu nehmen, aber ja, ganz, ganz viele Aktionen, unglücklich bis hierhin, auch das jetzt wieder, ziehen wir jetzt den Freistoß für Groß Asbach, also Nicolas Jüllich. Einen Treffer hat er ja heute schon vorbereitet. Und da schickt er sich an, den nächsten Freistoß in den Strafraum hineinzubringen. Und wie schon gesagt, Diakite 1,95, Gehring 1,93. Das sind sicherlich zwei Leute, die er da suchen wird. Auch Marvin Kuni 1,85 in Anführungszeichen nur, aber auch sehr kopfballstark. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir das verteidigt bekommen. Jalen Jetzki macht das. Vielleicht kommen wir da sogar ins Umschaltspiel. Serkan Firat, nein, der verliert da erstmal den Ball. Und das ist Kühni, dem sollte man nicht so viel Platz lassen. Der hat mit dem Selbstvertrauen heute auch aus der Distanz drauf. So wie Owusu, Andrew Owusu. Ist er versucht, alles andere als gefährlich. Ist einer der ganz Jungen bei Groß Asbach, 20 Jahre alt. Ausgebildet worden bei Heidenheim. Und das hat er dann gemein. Mit noch einem weiteren Spieler, wo ich jetzt aber gerade tatsächlich nicht drauf komme. Meine Notizen etwas zu unordentlich. Werde ich euch nachreichen. Jetzt schauen wir erstmal, was der OFC macht. Freistoß, linke Außenbahn. Mal gucken, Tunay Dennis. Na, er schaut schon so aus, als würde er ihn am liebsten in den Strafraum reinbringen. Aber vielleicht auf ganz rechte Außenbahn, da ist Mike Vetter sehr frei. Aber das hat Marvin Kuni jetzt gesehen. Und Mike Vetter lässt sich dann jetzt auch Richtung Mitte. Also schauen wir mal. So, jetzt marschiert auch Malte Karpstein in den Strafraum rein. Also wird es tatsächlich ein Flankenball werden. Und also auch Jalen Jetzki. Allerdings, ja, 44 Meter diagonal zum Tor. Aber wie gesagt, jetzt kommt er erst einmal hoch reingeflogen auf den Elfmeterpunkt. Da sind erst einmal die Gelb-Schwarzen. Da war Jalen Jetzki. Der zieht jetzt ab und der wäre ja auch wieder dran, was die Innenverteidiger-Tore angeht. Ja, also ich frage mich, ob es da wieder so eine berühmte Steak-Wette geben wird. Das hatten wir, glaube ich, schon mal zwischen Theodosiadis und Jasula war das, glaube ich. Könnten die beide gerne auch haben, wenn sie das derart anstachelt zum Tore schießen. Nachdem Malte Karpstein hier jetzt im letzten Spiel wieder vorlegen konnte. Owusu konnte da jetzt erstmal entscheidend stören. Mike Vetter beim Einwurf. Also den Vorzug vor Calabrese erhalten, der ja nach abgesessener Geldsperre wieder zur Verfügung gestanden hätte, der aber heute erstmal nur auf der Bank Platz nimmt. So, die Hessenköche, die grüßen aus dem Lockdown und alle Kickers-Fans gehen diese rot-weißen Grüße. 3 Punkte, die bleiben hier auf dem Berg, schreibt Oliver Ambrust. Aber, das ist noch ein großes Stück Arbeit, denn es läuft noch nicht ganz so rund. Und der OFC muss erst so richtig in Fahrt kommen, vielleicht jetzt. Serkan Firat, ja, wechselt erst einmal die Seite. In der halben Rückwärtsbewegung Ronny Marcos auf Tunay Dennis und da kommt er zurück ans Spielgerät. Malte Karpstein, das Nordlicht, wurde zuletzt wieder getroffen und das ist Boyai. Schön, erstmal mitgenommen. La Prévotte, der zieht dort vorbei, vorne reingesteckt an die Strafraumgrenze. Ja, das sind zu viele für ihn, 2-3 gleich um ihn herum. Da konnte er sich nicht wirklich durchsetzen. Ronny Marcos hat aber aufgepasst, spielt erstmal zurück zu Flauder, der angelaufen wird von Kuni. Da hat man vielleicht das erste Mal so ein bisschen dieses enorme Tempo, diese enorme Physis, die Marvin Kuni eben mitbringt, gesehen. Und der ist eben nicht nur schnell, der ist auch sehr durchsetzungsfähig. Ist da ähnlich in der Lage, sich durchzudrücken wie ein Florent Boyer, derweil Serkan Firat hier jetzt wohl leider im Abseits. So hat es zumindest der Schiedsrichter Timo Manuel Bergmann gesehen. Und ja. Sreto, der ist immer noch hier dabei, zu korrigieren. Ja. Ja. Wird sicherlich nicht zufrieden sein. Bis hierhin. Also.
Sreto Ristić. Ja, mal gucken, ob er vielleicht dann in der Halbzeitpause irgendwas verändern wird, weil jetzt noch Einfluss nehmen kann aufs Spiel. Bis hierhin muss man sagen, Groß Asbach wirkt sehr gut eingestellt auf den OFC, macht das sehr geschickt. Und für uns gilt es, uns reinzuarbeiten in diese Partie. Mike Vetter, einer dieser Spieler, der sowas auch mal über so ein paar Aktionen machen kann. Jetzt die Flanke von Mike Vetter in den Strafraum rein. Der zweite Ball jetzt, vielleicht Serkan Firat. Nochmal auf den richtigen Schlappen gelegt und dann mit dem Kopf. Ja, sollte er dann doch nicht rein, rechts am Tor vorbei. Aber wir schauen es uns nochmal an. Das war eine der besseren Möglichkeiten für den OFC, die Regie spielt uns ein. Danke, Laia Ohanka. Und da kommt der zweite Ball von Serkan Firat reingeflogen. Und ich weiß gar nicht, wer war es denn am Ende? Wer dran? Ich glaube, es war Fetsch, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. So, dann tadeln wir ihn jetzt einmal dafür, dass er nicht getroffen hat. Und dann haben wir gelernt gegen Groß Asbach. Fetschi tadeln, dann macht er 3 Tore. Und damit, Matthias Fetsch, das kannst und musst du besser machen. Ja, da seht ihr es, die Kameramänner, die kämpfen hier mit der Helligkeit, die Reflexion dort von der Waldemar-Klein-Tribüne. Und da müssen sie immer ein bisschen nachsteuern und korrigieren. Und dann auf der anderen Seite ist es ganz, ganz dunkel. Und jetzt geht es erst einmal weiter mit Groß Asbach über die rechte Bahn. Schnell, naja, da hat er aber gepfiffen. Was war da genau? Ja, Ball wird wohl im Seitenaus gewesen sein. Can Karatas hat den Ball da nicht im Spiel halten können. Wahrscheinlich, der ist ja jetzt erst im Winter von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München gekommen, hat er von Marvin Kuni gehört, du, hier kann man hervorragend Fußball spielen, komm doch auch her. Und da hat er John Karatas gesagt, na gut, dann mache ich das so. Und es hat sich für ihn bis hierhin schon gelohnt, seit seiner Verpflichtung 4 Einsätze gehabt, ein Tor gemacht, eine Vorlage, das Tor im letzten Spiel beim 7:1-Sieg gegen die FK Pirmasens. Und da ist wieder Marvin Kuni mit dem Spezi Karatas. Der legt er jetzt raus, Flanke kommt rein. Und da ist der 1,95 Mann hochgestiegen, Mohamed Diakite. Jetzt aber eine Umschaltbewegung, Serkan Firat. Ja, versucht er die Seite zu wechseln, genau, zumindest erstmal ins Zentrum. Ah, Labrevot in der Drehung. Karpstein mitgenommen auf links, Ronny Marcos jetzt ganz auf der Außenbahn. Ja, über 8-9 Meter auf Bojai und dann links raus. Allerdings der Ball übergegangen in die Reihen der Gelb-Schwarzen. Und das ist der Sonnenhof, der hier 1:0 führt durch das frühe Tor. 21 Minuten gespielt. Und ich meine jetzt auch gerade vernommen zu haben, was da draußen gerade gesungen wurde. Wir wollen die Kickers sehen. Im doppelten Sinne sozusagen. Mike Vetter, schön auf Fetch, schön abgelegt. Ja, jetzt könnte was gehen. Schöner Kombinationsfußball, den wir hier gerade spielen. Vetter wird gefoult und das ist ein Freistoß. Und das ist eine perfekte Situation, sowohl Tunay Dennis als auch Serkan Firat. Ja, den läuft schon das Wasser im Munde zusammen. Die sind da ganz wild und ich glaube, der Tunay Dennis, der gibt den Ball nicht mehr her. Aber guck, dann kommt er schon wieder, Serkan Firat. Ja, ja, bin ich mal gespannt, wer den schießen darf. Ja, da sehen wir jetzt wahrscheinlich eine kleine Diskussion. Aber der liegt schon sehr gut für einen Rechtsfuß wie Tunay Dennis. Und ich glaube, da wird auch Serkan Firat jetzt einsehen. Na gut, der liegt so perfekt für Tunay und gegen den SC Freiburg damals, wir erinnern uns, im Mösle-Stadion. Da hat der Tunay Dennis genau aus dieser Position einen Treffer markiert. Hat er ihn rechts an der Mauer vorbeigeschossen. Bretthartes Ding, keine Chance für den Keeper damals. Und das könnt ihr doch jetzt gerne wiederholen. Wobei, schau mal hier, den Ricker Biesinger, der weiß da Bescheid, postiert sich schon eher rechts im Tor. Das heißt, Tunay Dennis müsste das Ding jetzt eher über die Mauer drüber heben. Schauen wir mal. Also Gewaltschuss oder gefühlvoll, welche Variante wird's? Jetzt kommt er reingeflogen. Oh! 1:1! Was für ein geiles Ding! Links oben schlägt da ein, der OFC ist zurück. Und damals, Kaspar, guckt es an. Und es war die gefühlvolle Variante über die Mauer drüber. Und die Mauer, die ist doch relativ groß gewachsen. Und da drüber, und da hat er keine Chance, der David Recker-Biesinger. 1:1, oh, das haben wir jetzt natürlich gebraucht. Tunay Dennis, ich schau mal ganz kurz nach. Das dürfte jetzt sein Moment. Weil es so schön war, schauen wir es nochmal an. Jawohl. Jetzt ist es aber eingeblendet, Tunay Dennis. Okay, also, der OFC ist wieder da. Genau, 8. Saisontor für Tunay Dennis. Das noch kurz als Nachtrag. Das als Mittelfeldspieler, das ist eine verdammt ordentliche Quote, würde ich sagen. Naja,
Danke an dieser Stelle auch an Laia Ohanka, die sich hier am Stream betätigt. Und da haben wir sie hier die Zeitlupen euch präsentiert. Und auch unseren Bildregisseur, das ist der Thomas. Und den haben wir hier auch nochmal, Thomas Kempf. Dankeschön für die vielen schönen Bilder. Und die Kameraleute, die haben es heute besonders schwer, den machen wir gleich nochmal. Ja, da seht ihr es. Aber jetzt kommen sie über die rechte Seite noch einmal, der Sonnenhof. Ja, ja, die wollen natürlich jetzt schnellstmöglich wieder in Führung gehen. Aber ich glaube, das wird der OFC jetzt nicht mehr so schnell mit sich machen lassen. Ja, müssen aber auf jeden Fall aufpassen, gewarnt sein, vor allem bei den Standards. Und aber unsere Defensive hat gezeigt, dass sie in der Lage ist, auch mit starken Offensiven zurechtzukommen und sich auch wenn man dann früh einen um die Ohren bekommt, sozusagen weiter zu konzentrieren, zu steigern im Laufe eines Spiels. Insofern bin ich da auch optimistisch, dass der OFC jetzt Groß-Asbach vor größere Probleme stellen kann. Und der Treffer von Tunay Dennis. Ja, das brauchst du dann einfach vielleicht auch mal, wenn du dich so ein bisschen schwer tust, wenn die Bedingungen hart sind, wenn du 1-0 hinten liegst, dann brauchst du einfach mal so einen Standardtreffer. Enorm gut und wichtig, dass uns das jetzt gelungen ist. Stichwort Standard. Da hat Groß-Asbach jetzt den nächsten. Einmal mehr Nicolas Jüllich, der den treten wird. Also im rechten Fuß wahrscheinlich. Ist auf transfermarkt.de als beidfüßig ausgewiesen. Könnte also auch mit dem linken treten, würde ihn aber vom Tor wegziehen jetzt mit dem rechten. Da kommt er reingesegelt Richtung Flauder und der packt sich die Kugel. Ja, die Kugel sicher, ganz klarer Fall. So, dann schauen wir mal hier rein. Es kommen viele Antworten aufs BKK-VBU-Gewinnspiel. Und da wurde ja die Erfolge gesucht von Hans-Jürgen Boysen beim OFC. Und wann die vor allen Dingen genau waren, wer es weiß, kann schreiben an kickerstv@ofc.de. Zwei VIP-Karten gibt es zu gewinnen und da haben wir es nochmal eingeblendet. Das geht nämlich über meine-krankenkasse.de. Dankeschön. Und jetzt aufpassen, der Sonnenhof, er kommt wieder über die rechte Seite. Ja, ja, da kommt die Flanke, aber erst nochmal gut abgewehrt von Karpstein. Jetzt könnte der OFC vielleicht umschalten, versuchen es das mit zwei Mann. Schiri unterbindet das Spiel, also da kam der Pfiff, Freistoß wird es wohl geben. Ja, 25,5 Minuten gespielt. Und wieder gleichgestellt. So ist es, da sieht die Welt doch jetzt um einiges besser aus. Der OFC, er wird sicherlich weiter versuchen, das Spiel zu dominieren, zu machen. So wie man es auch bisher versucht hat. Und klar, der OFC schon mit mehr Ballbesitz. Aber Groß-Asbach hat es bis dahin einfach auch gut verstanden, den OFC vom eigenen Tor wegzuhalten. Mal gucken, ob das jetzt eine Spur einfacher wird, ob uns jetzt mehr Sachen einfallen. Na, da gibt es die ersten kleinen Nicklichkeiten. Da hat Jonas Brentle den Ball gesperrt und Serkan Firat hat ihn so ein bisschen zur Seite gestummt. Hat sich ein bisschen Platz verschafft, so muss man das sagen. Aber jetzt beschwört er erstmal das Bällchen hier. Der zweite Zauberer, der kann es ja genauso wie Tunay Dennis. Jetzt hat er Serkan in sich hingelegt, Tunay jetzt auch nochmal. Jetzt wissen selbst wir nicht mehr, wer schießen wird, oder? Ja, aber das ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt. Serkan, der bringt den Ball jetzt rein Richtung... Und da die Riesenmöglichkeit für den OFC zum 2:1. Donnerschlag, das hätte es schon sein können, vielleicht sogar müssen. Und Laia, zeig uns die Zeitlupe. Danke. Also klasse Kopfball nach schöner Flanke von Jelinjetski dann und aber auch eine Riesenparade von David Recker-Biesinger da im Tor. Das ist die nominelle Nummer 2 eigentlich. Eigentlich steht bei denen der Oliver Schnitzler etatmäßig im Tor. Recker-Biesinger, ein ganz junger Bursche, 19 Jahre erst alt, aber gilt als großes Talent auf der Torhüterposition. Hat auch schon für die U21-Nationalmannschaft des Kosovo einige Spiele machen dürfen. Also mal schauen, wo wir den später in seiner Karriere noch sehen. Also ich kriege jetzt hier gerade aus der WhatsApp-Gruppe, aus der Erwin-WhatsApp-Gruppe ein Mail. Kompliment an die Menschen an der Kamera. Es soll unbedingt weitergegeben werden, denn die wissen selbst als Kameraleute, wie schwer sowas ist, zu filmen bei diesen Helligkeitsunterschieden. Und wie gesagt, sie versuchen ihr Bestes. Und deswegen haben wir ja mehrere Kameraeinstellungen, 5 Kameras heute an der Zahl, um für euch jeweils das beste Bild hier zu präsentieren. Aber wie gesagt, einfach ist es nicht. Weiter geht's mit Mike Vetter über die rechte Seite. Ja, der Serkan Firat mitnimmt und da wurde Tuma, der jetzt ganz nach rechts rüber gewandert ist. Tuma vielleicht jetzt die Hereingabe, jawohl, Bojai abgelegt auf Vetter und der Ball kommt zu Ronny Marcos. Hau das Ding jetzt einfach rein, Junge! Und da ist er nicht im Tor, ein Recker-Biesinger. Der packt da noch gerade so zu, abgefälschtes Ding und er kommt da noch ran. Aber nächste gute Chance für den OFC. Ja, das glaube ich, kriegen wir auch nochmal präsentiert hier, ja, denn jetzt könnten wir es vielleicht einspielen, genau. Danke an die Regie. Ja, abgelegt. Der ging es war erstmal ein Querschläger, aber dann, ja, da hat nicht viel gefehlt. Und weiter geht's hier mit dem OFC über die linke Seite. Ja,
Also der OFC, jetzt geht das dann doch etwas leichter mit dem Chancen kreieren. Das sehen wir natürlich mit großer Freude. Serkan Firat könnte jetzt in die Mitte reinziehen oder Mike Vetter mitnehmen. Zieht da in die Mitte rein, der Schuss, ja, noch abgeblockt. Aber wir sind jetzt am sogenannten Drücker und versuchen es weiter zu tun. Dennis Ada, jetzt der Ballverlust. Da müssen wir natürlich jetzt immer aufmerksam sein. Die haben da eine Menge schneller Spieler. Da im Umschaltspiel immer aufmerksam sein, fleißig sein. So wie es jetzt auch der Fall war. Da gibt es jetzt 10 Applaus von der Tribüne und von Sreto Ristić. Und der OFC, er schickt sich an, einmal mehr auf der Sonnenseite, linke Außenbahn. Da jetzt was zu initiieren. Gemeinsam Ronny Marcos, Tunay Dennis. Ja, wunderbarer Ball auf Tuma, aber der soll wohl im Abseits gestanden haben. Halte ich für ein Gerücht, Lars, halte ich für ein Gerücht. Also da wird es dann jetzt den Freistoß geben. David Recker-Biesinger, jetzt ist er warm geschossen. Gibt jetzt noch Anweisungen. Sreto Ristić scheint unglücklich damit zu sein, dass da, wo Tuma da wohl im Abseits gestanden haben soll. Also justiert er im Positionsspiel nochmal nach. Halbe Stunde ist jetzt gespielt für alle, die später eingeschaltet haben. Der OFC, ja, er tat sich schwer bei eisigen Temperaturen, ist nur schwer in die Gänge gekommen. Musste dann auch noch zu allem Unglück in einer Chancenarmpartie nach 5 Minuten den Rückstand hinnehmen. Ein Freistoß wurde dann letzten Endes von Marvin Kuni über die Linie geköpft. Ganz, ganz bitterer Start, aber der OFC hat sich mehr und mehr in die Partie reingearbeitet und hatte dann, ja, durch einen klasse Freistoß, direkt verwandelt von Tunay Dennis, den Dosenöffner, das 1:1. Und seither muss man sagen, der OFC, ja, schafft es mehr und mehr, sich Chancen zu erarbeiten, schafft es mehr und mehr, sich in der gegnerischen Hälfte festzusetzen. Auf jeden Fall. Halbe Stunde gespielt und der OFC kommt erneut jetzt über die linke Seite. Sehr schön gemacht. Ja, dann kommt er auch wirklich vorne rein. Aber jetzt geht es dann auf die Außenbahn. Da muss Tunay Dennis nochmal den, ja, Außenkreisel sozusagen bemühen. Serkan Firat hier mit Mike Vetter. Ja, da ist das schön vorbei am ersten. Dann, ja, ja, wird er ein bisschen mitgenommen und so gibt es Freistoß erneut. Ja, und da sind sie dann wieder, die beiden. Streiten sich wieder um das Leder. So ist es, aber diesmal eher eine Position für Serkan Firat und dass er der Tunay Dennis dann auch ganz schnell akzeptiert. Ja, und ich glaube, der Tunay Dennis, der war. Haben sie sich das Feld untereinander aufgeteilt? Ja. Ah, ich glaube, der Tunay Dennis, der hofft jetzt so ein bisschen, dass da vielleicht ein zu kurzer Klärungsversuch ihm vor die Füße fällt und er draufhauen darf. Mal gucken, ob der Serkan das Ding jetzt direkt draufhaut. Ich kann es mir nicht vorstellen. Da ist die Distanz für ihn dann doch etwas zu groß. Nee, Serkan macht das Ding jetzt. Pass auf, der schlägt den rechten oberen Eck ein. Also, da kommt er reingeflogen. Naja, zumindest stand dort Fecinho dort vorne. Aber nee, am Ende war es nicht wirklich gefährlich. Und erneut Freistoß für den OFC. Naja. Jetzt darf wieder Tunay Dennis, lieber Lars. Ja. Und für den, der hat den Wumms im Fuß, da jetzt auch jetzt direkt drauf zu hauen. Also 2 direkte Freistoßtreffer in einem Spiel, das ist ein Rekord von Serkan Firat. Ja. Den kann er jetzt knacken. Da das Spiel steht, sagen wir mal schnell hier, vom Fabian Dersch kommt das. Ich grüße die Tine Zimmer, den Tobias Eberts und alle anderen aus dem Block auf 3 Punkte und auf das wir bald wieder zusammen die Kickers nach vorne peitschen können. Das ist ganz klar, das wünschen wir uns auch. Also Freistoß erneut für den OFC und das sind 28 Meter diagonal zum Tor. Oh. Und an der 16er Linie, da ist erst einmal Schluss. Jetzt sind wir gespannt. Tunay Dennis zum zweiten. Na, der war dann ein bisschen zu viel, ist gut. Da war er dann noch jetzt sehr optimistisch. Aber warum nicht? Ich meine, wir haben doch gerade eben schon gesehen, dass es funktionieren kann. Der Fritz schreibt hier, hallo ihr Pappnasen, ihr müsst Donnerschlag sagen, sonst wird das heute nichts. Bammelt uns in 3er rein, rot-weiße Grüße aus Helingstadt von Wolfgang Fey und Fritz Weißbart. Ah ja, wir haben doch gerade gesehen, dass die Jungs auch ohne Empfänglichkeit und Donnerschlag hier Tore machen können. So gut sind die. Selber Pappnase, gell? So. Also weiter geht's mit dem OFC über die linke Seite mit dem Einwurf. Dort hinten, ja, in der prallen Sonne. Schnell ausgeführt. Nochmal zurückgeworfen. Malte Kapstein, der wechselt jetzt hier die Seite. Allerdings kommt der Crosspass nicht wirklich an. Bleibt in den Reihen der Gelb-Schwarzen. Und die versuchen jetzt so übers Mittelfeld sich nach vorne zu bewegen. Aber der OFC schon wieder mit Serkan Firat in der Kugel. Ja, ja. Gibt nur Einwurf. Direkt vor den Augen von Hans-Jürgen Beusen. Ja. Also, eben schön im Bild gehabt. Ich habe da jetzt nochmal im Vorfeld der Partie tatsächlich mal nachgeguckt, wann hat denn der Hans-Jürgen Beusen angefangen mit seinem Job als Trainer. Wie lange macht er das schon? Tja,
1989. Da ist laut Transfermarkt.de sein erster. Oh, schöner Pass jetzt aber erstmal. Pass auf, Mike Vetter, der bringt jetzt nämlich die Flanke vorne rein. Erstmal auf den kurzen Pfosten, jetzt ist schon im Zentrum. Aber dann können sie erstmal die Situation klären. Nee, oder? Kommt der UFC da nochmal zurück? Ja, ja, mit Lapprevoort. Großer Einsatz. Allerdings, sie jetzt im Mittelfeld. Ja, überverlatig die Sonnenhofer. Ja, ja, da hat er viel zu viel Platz. Aber ich denke, jetzt wird er hier dann doch gestellt. Und dann ist der Ball. Ja, im Seitenhaus. Gut gemacht auf Offenbacher Seite. Ja. Gut gelöst, sehr abgekocht gemacht gegen Marvin Kony. Der wollte da mit Tempo vorbeigehen. Den hat man sozusagen auf die Außenbahn umgeleitet und so in ungefährliche Territorien laufen lassen. Und als er dann in den Strafraum rein wollte, hat man ihn gestellt, geschickt verteidigt. Davor unglücklich. Charles Laprevoort hatte einfach Pech gehabt im Zweikampf. Um das noch zu Ende zu führen, ja, also 1989 hat der Hans-Jürgen Boysen angefangen, als Trainer zu arbeiten. Damals beim SV Mörlenbach. Also so lange ist der schon im Geschäft. Ja, der ist ein alter Routinier, ein alter Fuchs, der weiß, wie es funktioniert. Und jetzt soll der Ball zurückerobert werden auf Offenbacher Seite. Und da ist er auch in den Reihen der Kickers gelandet. Mike Vetter kümmert sich darum. Ja, Emil zurzeit leider ja in Tschechien, grüßt Heiko aus Steinheim, der größten Kickers-TV-Fan und den Fleischwurstmann aus Biber. Gruß vom Emil. Also, Grüße nach Tschechien. Ja, und jo, drück uns die Daumen. Und da gibt es dann die Länderpunkte hin. Tuna Dennis erstmal schön an zwei Leuten gleich vorbeigegangen, so den Ball gesichert. Und jetzt schickt er den Serkan Firat, der sich da ein bisschen Platz verschafft, aber gerade noch so legal. Sehr geschickt gemacht und Serkan da jetzt in die Mitte reingespielt und da wäre er fast zu Matthias Fetsch gekommen. Aber Boyai, der versucht jetzt noch einmal, ja, über die linke Seite, dann, ja, ja, abgezogen, erstmal ins Gebälk und dann hat er die Kugel doch, ja, der Kollege Nritscha Biesinger und er wird abschlagen. Ja, 35 Minuten gespielt, 1:1, geht unterm Strich in Ordnung. Ja, wobei, man muss schon attestieren, der UFC hat sich dann vielleicht etwas schwer getan in der Anfangsphase, aber jetzt zuletzt dann doch sich ein klares Chancenübergewicht erarbeitet. Große Asbach, ein, zwei Kontersituationen, die aber ja, relativ gut verteidigt wurden unsererseits. Und dann gab es da diesen einen Freistoß. Ansonsten hat Groß Asbach nicht viel Gefährliches nach vorne gebracht. Haben das bis dato eher geschickt verteidigt. Und der UFC hat es jetzt aber zuletzt immer mehr und mehr geschafft, diesen Riegel zu knacken. Und dementsprechend, ja, 1:1, noch geht's in Ordnung. Wir arbeiten aber daran, hier in Führung zu gehen und es wäre auch nicht komplett unverdient. Nächster Freistoß für den UFC. Vetter ist gefällt worden, das ist ja Majestätsbeleidigung und das sieht aus rhetorisch nicht gerne, da haben wir ihn im Bild. Und jetzt orientiert man sich nach vorne. Da kannst du jetzt auch mal sehen, oder könnt ihr jetzt auch mal sehen, ja, der Platz, da kannst du als Platzwart natürlich so viel machen vorher, wie du willst. Wenn die Jungs dann da unten den Platz umflügen, dann wird es im Winter früher oder später so aussehen wie hier jetzt. Tuna Dennis tritt das dann gerade nochmal fest. Muss dann nochmal zwei, drei Schritte zurückgehen. Wie viel soll er denn noch zurückgehen? Wo soll denn das Foul hier gewesen sein, der Schiedsrichter? Naja. Im Strafraum, vielleicht. Naja, gut. Ist ja auch egal, wir spielen es eh kurz aus. Mike Vetter. Schöne Flanke bringt er da rein Richtung Boyai. Oh, der senkte sich schon noch, allerdings hinter der Latte runter. Also so ungefährlich war es dann doch nicht. Also gute Möglichkeit für den UFC, der Forsch weiter nach vorne spielt. 37 Minuten gespielt. Ja, und ich weiß nicht, ob man, ich glaube, man hat es gerade im Bild gesehen, der Sreto Ristić, der hat so eine ganz markante Fingergeste. Der kreisende Finger in der Luft. Und ich weiß, dass das Medienteam tatsächlich schon sehr lange jetzt am Rätseln ist oder sehr intensiv am Rätseln ist, was genau könnte er damit meinen? Also vielleicht kann man ihn das mal bei Zeiten fragen. Einwurf jetzt für Groß Asbach, das ist da hinten der Mann mit der Nummer 22, Sebastian Schiek. Und vielleicht ein kleiner Funfact, Sebastian Schiek, das ist im Grunde genommen der erste Torschütze für den UFC in dieser Saison. Der hat den Bann gebrochen am zweiten Spieltag, hat das 1:0 für den UFC geschossen. Ein Eigentor, das war der erste Treffer, den wir in dieser Corona-Saison 2020-21 markieren konnten. Damit war der Bann dann gebrochen. Florent Boyai hat im Hinspiel am zweiten Spieltag zum 2:0 nachgelegt. Und dann war der Start gerettet. Ja, ein Treffer von Florent Boyai heute. Da hätten wir auch nichts dagegen, wenn er hier auf 2:1 stellen würde. Das täte uns gut schmecken. Mike Vetter jetzt erstmal zurück
auch die beiden Innenverteidiger. Jetzt schauen wir wieder, wo können wir hier Groß Asbach attackieren. Sehr kann Firat, schöner Lauf da rein. Und auch von Malte Karpstein gar nicht schlecht angespielt. Kommt dann leider nicht ganz ran. Aber immer wieder spannend zu sehen. Die beiden Außenbahnspieler, Firat und Tuma, ziehen immer wieder weit in die Mitte rein, kreuzen und stellen so die Groß-Asbacher Defensive vor Probleme. Ja, wenn man sie attackieren kann, dann ja vielleicht über Tempo, über Körpergröße wird es schwierig. Da haben sie mit Kai Gehring einen richtigen Hühnen hinten drin. Aber dann eben mit so schnellen Läufen, da kann man vielleicht Tempovorteile ausspielen. Ja, jetzt erstmal der weite Schlag nach vorne. Serkan Firat mit dem Kopf wunderbar verlängert auf Mike Zetter. Und er hat jetzt hier die Bahn, die Möglichkeit, über rechts herein zu flanken oder selbst zu schießen. Ganz knapp war das. Donnerschlag, Fecinho. Der hat schon den Huf ausgefahren. Aber leider nicht weit genug. Ja, und Zretro, der gestikuliert immer noch. Weiter, weiter. Und da haben wir es im Bild hier. Viel Platz dann für Vetter. Also klasse, aber von Firat vorbereitet. Und da hat nicht viel gefehlt. Nur wenige Zentimeter. Denn Fecinho, der stand richtig. So ist es. Nächster schöner Angriff des OFCs und man muss auch einfach mal attestieren, Mike Vetter mit einem sehr, sehr starken Spiel bis hierhin. Also bringt ganz, ganz viel Dynamik rein, viele starke Aktionen. Das macht richtig Spaß. Jetzt habe ich hier noch was. Hello Radio Station from Kickers TV. Good job. Wish my friends Reto good luck. Yours is Sais Pijan. So heißt er wohl aus Kroatien. Also Kroatien. Dankeschön. Ja, also liebe Grüße dann auch zurück. Und um das noch zu Ende zu führen, ist ja vielleicht nicht selbstverständlich, nachdem der Mike jetzt doch bisher eher eine sehr schwierige Saison hatte. Hätte sich sicherlich auch gewünscht, mehr spielen zu können, weniger verletzt zu sein. Und jetzt aber in den letzten zwei Spielen, also im letzten und in diesem, richtig starke Leistungen bis dato. Und im letzten Spiel konnte er es dann auch so ein bisschen veredeln und krönen. Ich glaube, das sechste Tor, das hat er tatsächlich selber vorbereitet mit einer Flanke auf Florent Bojai. Und vielleicht klappt das ja heute wieder. Grüße kommen auch aus München von Manuel Pavlik. Sektion München. Und jetzt erst einmal der öffnende Pass. Naja, so öffnend war der nicht. Der ging nämlich direkt hier in die Offenbacher Reihen. Und ja, jetzt gibt es hier Einwurf für den OFC von der linken Bahn direkt vor der Waldemar Kleintribüne. Ronny Marcos wirft da erstmal zurück. Malte Karpstein, all das begleitet von Trommeln, die von außerhalb des Stadions hier reintönen. Ja, das macht uns natürlich nur noch wehmütiger. Wie schön wäre es, wenn die hier jetzt wieder im Stadion erklingen könnten. Wir gedulden uns. Und irgendwann dann werdet ihr wieder hier sein. Und dann können wir hier alle zusammen eine großartige Stimmung erleben. So, ich habe hier noch was. Grüß Gott von der Fraktion Oberbayern von Vados und Sascha. Auf drei Punkte kämpfen und siegen. Präsident Wagner macht einen tollen Job, bleibt uns lange erhalten. Ja, er macht einen tollen Job, aber er macht es nicht alleine. Er hat ein tolles Team auch um sich herum. Ich denke da auch an seine Vizepräsidenten Peter Roth und Jörg Briel sowie den Schatzmeister und natürlich auch an die OFC-Geschäftsführung Thomas Sobotzik. Ja, und ich glaube, was auch einfach etwas ist, was... Oh, jetzt müssen wir mal schauen. Ballverlust im Aufbauspiel. Da können sie schnell umschalten. Da haben sie gegen Pirmasens enorm von profitiert. Also mindestens mal zwei Treffer nach direkten Fehlern im Aufbauspiel der Pirmasenser. Haben wir hier jetzt aber gut aufgepasst. Ich glaube, was glaube ich den Leuten noch einfach gut gefällt, ist die klare Kommunikation, die da zwischen Präsidium und Fans herrscht. Ich glaube, das fällt vielen angenehm auf. So deute ich auf jeden Fall die Kommentare auf Facebook und auf YouTube, dass da einfach immer wieder das Gespräch gesucht wird. Immer wieder wird da der Kontakt mit den Fans gesucht via Videos. Immer wieder werden die Fans sozusagen mitgenommen, was den Verein gerade bewegt. Und das kommt einfach gut an. Und da freuen wir uns, dass das so gut gelingt. Der Ball ist im Aus und da können wir nochmal auf Hans-Jürgen Boysen vielleicht mal schauen. Denn den haben wir jetzt hier lautstark gehört. Also ist in den letzten Minuten nicht zufrieden. Und das zeigt ja auch, dass der OFC hier deutlich wieder Oberwasser gefunden hat. Und jetzt auch wieder erneut im Vorwärtsgang ist. Jetzt hier, schöne Kombination zwischen Fetsch und dann kommt die Flanke vorne rein. Naja, aber noch einmal, der zweite Ball, Fetsch. Ah, Tunay Dennis, was macht er? Mit dem Lupfer erstmal auf die linke Bahn gespielt. Gar nicht schlecht, hat dann richtig ausgehebelt. Jetzt kommt vorne die Flanke rein, Kopfball. Noch einmal, Bojai mit dem ganzen Körper abgeschöpft. Und jetzt muss er abziehen mit dem linken Huf. Ja, ja. Und es gibt Ecke für den OFC. Also das war das Beste, was da noch rauszuholen war. Und ja, so kurz vor der Halbzeit wollen wir doch jetzt noch ein Türchen sehen, oder? Ja, ich werde jetzt hier vielleicht nicht großartig vom psychologisch wichtigen Zeitpunkt reden, aber es wäre natürlich schön. Tunay Dennis, ein Tor, ein Assist innerhalb von 45 Minuten. Wir stellen jetzt ein Tor. Ja.
Gut, machen wir das. Der Tunay. Ja, vielleicht haut er das Ding jetzt auch einfach wieder direkt aufs Tor mit dem rechten Fuß zum Tor hingezogen. Mal schauen, was es geben wird. Da guckt er jetzt in die Mitte rein. Die Kopfballprominenz ist natürlich im Strafraum vertreten. Dann ist es Marvin Kuni, der den Ball erstmal rausköpft. Und ja, leider war der Ball wirklich an der Hand. Also das hat der Schiri richtig gesehen. Kann mal passieren. Ja, wollte ihn mit der Brust mitnehmen. Und dann war dann doch etwas zu viel Arm dabei bei der Ballmitnahme. Und die BKK VBU, das ist meine-krankenkasse.de, hat Top-Leistung ab der ersten Minute. Ein Dreier für deine Gesundheit zum Beispiel. Sportmedizinische Untersuchung, ein attraktives Bonusprogramm und alternative Heilmethoden. Jetzt zum Partner der Kickers wechseln. BKK VBU, meine-krankenkasse.de, Partner von Kickers Offenbach. Einer dieser vielen tollen Partner, die dem OFC auch in Corona-Zeiten, wo nicht immer alles bei einem Fußballverein so laufen kann, wie man sich das wünscht, vielleicht als Sponsor dem OFC die Treue hält. Einer von vielen Sponsoren. Das haben wir ja auch in diesem Ehrensache-Video gehört, dass das eben auch positiv ist für den Verein, dass der Verein da auch dankbar ist für, dass die Sponsoren, Unterstützer und Fans dem Verein so sehr die Treue halten. Ja, und jetzt sind Umschalter der OFC. Erst nochmal zurückgespielt. Und dann kommt, ja, der Pass, der ging ins Aus, direkt vor der Waldemar kleinen Tribüne. Ja, wir haben das eben vorhin schon mal gezeigt, die Aktion Ehrensache. Der Präsident hat es gestern vorgestellt, im Video ist das Ganze auch nochmal zu sehen. Und wir werden es auch gleich in der Halbzeitpause nochmal sehen können hier. Für alle, die es gestern verpasst haben, bleibt also dran in der Halbzeitpause. Und kurz nach diesem Video zeigen wir euch dann auch mal die Ehrensache-Bande. Da gibt es nämlich jetzt auch eine schöne Bande, die sich sozusagen bei all denen bedankt, die weiterhin beim OFC bleiben, ohne irgendwelche Forderungen, Rückforderungen und so weiter zu stellen. Ganz herzlichen Dank all denen, die das gemacht haben. Grandios, wirklich grandios. Ich war dabei bei dem Sponsoren-Meeting, das hat der Präsident ja gestern auch ausgeführt. Riesengeschichte, die waren da alle total begeistert und haben sofort mitgemacht. Und wir werden auch in den nächsten Tagen ganz viele entsprechende Pressemeldungen da entsprechend rausgeben können. Halbzeit ist erst einmal und ja, wir haben es gesagt, wir schalten jetzt schnell nochmal zum Präsidenten in Sachen Ehrensache und dann sind wir gleich wieder für euch da in Halbzeit Nummer 2. Liebe Freunde der Offenbacher Kickers, wir wollen und müssen wieder einmal um Ihre Solidarität und Ihre Unterstützung bitten für unseren Fußballverein. Letztes Jahr haben wir die große Herausforderung gehabt, eine Planung abzusegnen für die jetzt aktuelle Saison, wohl wissend, dass man diese Saison eigentlich fast gar nicht planen kann. Uns war klar, dass wir mit unwahrscheinlich vielen Widrigkeiten im Laufe der Saison konfrontiert werden. Wir haben uns dann dazu entschieden, unter dem Rahmen des Verantwortungsvollen eine optimistische Planung letztendlich zu verabschieden, was wir dann auch gemacht haben. Wir haben uns dann im Laufe der Saison sehr stark gemacht, unsere Interessen dann letztendlich auch zu wahren und auch unserer Überzeugung zu folgen, die es dann auch verhindert hat, dass die Saison unterbrochen oder vielleicht sogar abgebrochen wurde. Ich glaube, wenn man das Revue passieren lässt, war das dann auch eine sehr vernünftige Entscheidung, denn wir sehen es an den anderen Regionalligen, die jetzt aktuell nicht spielen, die eigentlich, man kann schon fast sagen, temporär in die Bedeutungslosigkeit gefallen sind. Für uns war es wichtig oder auch klar, dass alles besser ist, wie die Saison abzubrechen oder zu beenden, auch um letztendlich einen fairen sportlichen Wettbewerb dann auch abhalten zu können. Ich glaube, wenn man das jetzt sieht, was dann auch passiert ist, ist, dass man sagen kann, dass es eigentlich unter den doch jetzt vorhandenen Rahmenbedingungen relativ vernünftig dann auch gelaufen ist bis dato. Wir haben neben der Corona-Pandemie, die man ja eigentlich schon fast als Jahrhundertereignis bezeichnen muss oder kann, noch das Thema Temperaturen jetzt, wir haben einen eisigen Winter. Trotz alledem läuft es halbwegs und man kann sehr fest daran glauben, dass die Saison am Ende dann auch vernünftig abgeschlossen wird, dass die Spiele alle stattfinden werden und wir dann auch wirklich eine sehr sportliche und faire Entscheidung bekommen werden. Ich persönlich finde, dass der Verband der Regionalliga aktuell einen wirklich sehr, sehr guten Job macht, unter der Leitung von Herrn Döter. Ich meine, die Herren müssen sich jeden Tag neu erfinden, ständig irgendwelche Spiele verlegen und ständig verschiedene Dinge entscheiden. Aber ich muss wirklich sagen, wir können da sehr zufrieden sein, wie das aktuell dort auch bewerkstelligt wird. Dasselbe auch, muss ich sagen, an die kleinen Vereine.
auch ein sehr, sehr großes Kompliment. Ich war selbst in Stadt Allendorf oder auch in Koblenz, wenn man sieht, mit wie viel Herzblut aktuell diese Situation gemeistert wird. Das ist wirklich sehr beeindruckend und das vermittelt mir ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und ich kann mir nur wünschen, dass dieses ganze Herzblut dann am Ende der Saison auch belohnt wird und jeder Verein das Ziel erreicht, was er letztendlich dann auch erreichen möchte. Ja, jetzt nochmal ein kurzer Satz zu der aktuellen Situation. Ich selbst war, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr überrascht über die Wucht der Kritik der letzten Wochen, die teilweise auf uns geströmt ist, jetzt nicht auf uns persönlich, sondern auf die Situation, in der wir uns von außen gesehen scheinbar befinden. Ich persönlich habe das gar nicht so negativ gesehen, deswegen hat es mich auch wirklich überrascht. Ich meine, man kann nicht erwarten, dass man eine Mannschaft mit, ich glaube, es waren 15 Spieler, dann neu entwickelt oder aufbaut und dann auf einmal alles wegballert, was letztendlich in der Regionalliga vorzufinden ist. Dass diese Aufgabe eine extrem schwere ist, war uns im Präsidium von vornherein klar. Und jetzt mal 3-Jahresplan hin oder her, das ist alles kein Selbstläufer. Und man sieht es an vielen anderen Beispielen wie Mannheim, Saarbrücken oder wenn man auch eine Schublade höher geht, wenn man Hoffenheim oder auch Red Bull Leipzig sieht, wie lange die dafür gebraucht haben, um letztendlich aus einer Regionalliga rauszukommen. Ist das, glaube ich, gar nicht so dramatisch, in welcher Situation wir uns aktuell befinden. Wenn man jetzt auch mal sieht, ab wann wir eigentlich erst wirtschaftlich vernünftige Möglichkeiten haben. Und das ist ja noch nicht so lange. Wir im Präsidium sind fest entschlossen und wir haben uns an dieser Aufgabe, ich will mal sagen, festgebissen. Wir sind wild entschlossen, auch wenn jetzt die nächsten Spiele verloren werden oder was auch immer passiert, dieses Thema, diese Herzensangelegenheit für uns weiterzuführen. Und wir persönlich lassen uns von Rückschlägen nicht entmutigen und ich würde einfach wirklich alle, die diesem Verein wohlgesonnen sind, bitten, auch einfach zukünftig mehr Ruhe zu haben, denn es tut keinem gut, wenn wir Schlechtes noch schlechter reden. Ich glaube, gerade wenn etwas nicht gut läuft, ist Geschlossenheit wichtig und es ist nicht notwendig, alles dann kaputt zu reden, was wir vielleicht schon teilweise aufgebaut haben. Und egal, wo wir am Ende der Saison sein werden, ich persönlich weiß es nicht, keiner weiß es, aber egal, wo wir sein werden, es wird nicht so sein, dass wir bei Null wieder anfangen müssen, wie eigentlich leider Gottes zu dieser Saison oder zum Anfang dieser Saison. Wir haben eine intakte Mannschaft, die aus meiner Sicht ein wirklich noch großes Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln. Und wenn es dies Jahr nicht klappt, dann müssen wir genau diese paar Stellschrauben nochmal verändern und es werden dann nicht mehr so viele sein. Und irgendwann wird auch unser Verein diesen Erfolg haben, den wir uns dann auch mit harter Arbeit und Geduld verdient haben. Und da müssen wir einfach fest dran glauben und dürfen uns nicht von Rückschlägen jedes Mal wieder auseinanderdividieren oder Dinge in Frage stellen. Das ist nicht notwendig und es wird nächste Saison auch wieder weitergehen, egal wo wir sind. Und dieses Vertrauen müssen wir einfach miteinander oder untereinander haben. So, jetzt noch eine Sache, die mir persönlich sehr wichtig ist. Ein Projekt, was ich Ihnen gerne vorstellen möchte, was am Ende entscheidend ist für die kommende Saison, denn diese Saison werden wir auf jeden Fall mit der Bündelung aller Kräfte vernünftig zu Ende bekommen, auf wirtschaftlicher Basis bezogen. Auch wenn das sicherlich ein Husarenritt ist, werden wir es hinbekommen. Wo wir aber einen großen Respekt davor haben, ist, dass wir uns abschneiden für die Planung für die kommende Saison, denn egal in welcher Liga wir nächstes Jahr spielen, ist es uns wichtig, dass wir einen leistungsstarken und auch konkurrenzfähigen Kader zusammenstellen können. Und deswegen ist es wichtig, dass so wenig wie auch nur wirklich möglich an Rückforderungsansprüchen auf uns zukommen von der aktuellen Saison. Deshalb würde ich Sie bitten, seien Sie solidarisch zu unserem Verein, verzichten Sie auf Ansprüche gegen uns und unterstützen Sie uns auch weiterhin. Wir haben uns dafür eine Aktion ausgedacht, die wir mit der Aktion Ehrensache bezeichnet haben, dass wir das als Ehrensache sehen, unseren Verein zu unterstützen. Jeder, der auf diese vielleicht vorhandenen Rückforderungsansprüche verzichtet, wird von uns einen wunderbaren Schal bekommen, auf dem das Logo Ehrensache auch abgebildet ist und wird einen Aufkleber bekommen, einen Aufkleber für das Auto, auf dem auch das Wort Ehrensache zu finden ist. Wir werden bei dem ersten Spiel, das wir mit Zuschauern, mit
voller Zuschauerzahl abhalten können. Diese Choreo dann, beziehungsweise dieses Motto auch dann in den Mittelpunkt des ganzen Spiels stellen. Ich denke, den Fanclubs und den ganzen Zuschauern wird da sicherlich was ganz Tolles einfallen und ich glaube, das kann nachher eine ganz, ganz runde und schöne Aktion werden. Für uns ist es wichtig, weil wir letztendlich auch für die neue Saison Gas geben wollen und von daher mein großer Appell an Sie, unterstützen Sie weiterhin Ihren Verein, wie Sie es immer gemacht haben. Wir hatten das Ganze letzte Woche im Rahmen eines Sponsorenfrühstücks vorgestellt und muss sagen, wir waren sehr beeindruckt. Dem Herrn Kunkel sein Handy hat nicht stillgestanden von Sponsoren, die gesagt haben, selbstverständlich, wir verzichten auf alles. Im Gegenteil, wir sagen jetzt schon auch die Unterstützung für die kommende Saison zu. Das war eine unwahrscheinliche Solidarität und ich glaube, in den Zeiten, in denen wir uns aktuell befinden, geht so etwas wie das, was wir hier machen, nur wenn wir alle solidarisch sind, wenn wir alle zusammenhalten. Und ich habe da ein großes Vertrauen in unseren Verein, in unsere Fankultur und in unsere Sympathisanten des Vereins, dass es auch hier möglich sein wird. Von daher bitte unterstützen Sie uns, seien Sie solidarisch und schließen Sie sich unserem Motto der Ehrensache an. Herzlichen Dank.
So, ihr Lieben, unsere Buben sind schon wieder da. Das ist ungewöhnlich, dass der OFC als erstes auch zurück auf dem Feld ist. Aber die haben sich anscheinend viel vorgenommen. Jetzt kommen noch die Asbacher zurück, während hier noch Faschingsmusik läuft. Und ja, Kaspar, wir harren der Dinge, die da kommen. Die Bande habt ihr eben gesehen, die Ehrensache. Ich kann noch einen Wechsel durchgeben, Lars, ja? Wenn das jetzt passt. Also der Darius Held, der wird jetzt gleich ins Spiel kommen, der Mann mit der Nummer 21, ist auf den Außenbahnen zu Hause. Nominell eigentlich ein Linksverteidiger. Wir schauen jetzt mal, wer da runtergegangen ist. Der Mann mit der Nummer 19, also Jonas Brändle, der scheinbar auch auf Linksverteidigerposition gespielt hat. Das heißt, wahrscheinlich positionsgetreuer Wechsel. Bei uns geht es weiter wie gehabt, ja? Ja, ich glaube schon. Ja. Dann blende doch unsere Aufstellung noch mal kurz ein. Dann haben wir sie noch mal schnell, obwohl es dann gleich hier auch losgeht. Na, dann sind wir, nein, dann lass lieber, dann gehen wir lieber jetzt hier live, genau. Nehmen exakt die Zeit und dann kann es hier losgehen in der zweiten Halbzeit. Im eiskalten Stadion am Biberer Berg. Eiskalt. Wir zittern und bippern. Ihr habt's gut zu Hause. Aber gemeinsam können dürfen wir die Kickers sehen. Weiter geht's. So, Groß Asbach. Erst einmal nach dem Anstoß zurückgespielt. Tief in die eigene Hälfte. Jetzt verlagert sich das Spiel hier auf halb rechts. Und da kommt die Auswechslung. Genau, hat der Stadionsprecher jetzt auch gesagt. Ja, also durchgegeben. Derweil Groß Asbach kommt in die Offensive. Das ist Andrew Owusu. Jüllich. Dann geht es jetzt ganz hinten links raus auf Vinzenz Sadler, der den Ball dabei erstmal verjubelt. Und so der OFC erstmals in Durchgang 2 am Ball. Und Durchgang 1 nochmal kurz Revue passieren zu lassen. OFC mit leichten Startschwierigkeiten der ersten Offensivaktion. Der Groß-Asbacher hat es direkt geklingelt. Ein Freistoß von Jüllich fand den Kopf vom Top-Torjäger der Regionalliga, der jetzt auch alleinig damit in Führung liegt mit 14 Treffern. Den Kopf von Marvin Kuni. Der OFC erarbeitete sich aber zurück in die Partie durch einen schönen, direkt verwandelten Freistoß von Tunay Dennis. Der Ausgleich. Und dann wurde man immer stärker und stärker und hat sich mehr und mehr Chancen erarbeitet. Hätte eigentlich sogar schon in Führung gehen können. Sie wäre verdient gewesen. Die Pausenführung. Es hat aber nicht sein sollen. David Nrecker-Biesinger, der junge Schlussmann, der Groß-Asbacher mit einigen guten Paraden und immer mal wieder auch ein Groß-Asbacher Abwehrbein dazwischen. Das soll jetzt im zweiten Durchgang in der Chancenverwertung besser laufen. Hoffen wir mal, dass es klappt. Wir haben aber allen Grund zum Optimismus und schauen, was dem OFC auf frostigen und mehr auch aufgewühltem Rasen einfällt, um hier für Torchancen zu sorgen. Matthias Fetsch legt er erstmal rechts raus auf Mike Vetter, der ein starkes Spiel macht, immer wieder eine Menge Dampf über die Rechtsverteidigerposition nach vorne bringt. Serkan Firat mit der Flanke schön auf Davut Tuma und der Kopfball, der hätte fast gepasst und dann fast sogar noch das Eigentor. Nächste bärenstarke Parade von David Nrecker-Biesinger. Da schauen wir direkt in die Wiederholung rein. Wunderbare Flanke von Serkan Firat, der Davut Tuma findet, der nun wahrlich kein Kopfballungeheuer ist, aber so frei war er da eingelaufen, dass er tatsächlich frei zum Kopfball kam. Und ein Recker-Biesinger, der kratzt das Ding noch raus. So gibt es jetzt den nächsten Eckball, den zweiten für den OFC. 2:0 steht es da nach Ecken. Serkan Firat mit dem linken Fuß. Da schaut er in die Sonne, hebt jetzt die Hand und dann kommt der Ball reingesiegelt auf den ersten Pfosten. Im Strafraum das Gewühl und dann können sie erstmal wieder rausklären. Und da liegen gleich 3 Groß-Asbacher im Strafraum am Boden und haben sich da wehgetan. Hoffentlich nichts Ernsteres. Es sieht aber so aus, als könnten alle 3 weiterspielen. Und dann geht es weiter mit Freistoß. Groß-Asbach im eigenen Strafraum. Und du ziehst die Handschuhe an, Lars. Ja, das ist eine große Notwendigkeit. So, hier habe ich hier noch was. Wieder eine tolle Übertragung heute. Bin eigentlich gebürtiger Pfullendorfer. Es hat mich aber irgendwann nach Offenbach verschlagen. Bin zurzeit geschäftlich in Athen und grüße den OFC-Fans, alle Fans. Vor allem den Mainzer. Macht weiter so. Hello, rot-weiße Grüße. Also, der ist begeistert, dass er dabei sein kann hier im Kickers TV. Also, jetzt geht's hier mit dem Sonnenhof weiter. Aber der OFC, der versucht schon früh, die Kreise zu stören. Und das ist eigentlich genau das, was wir auch sehen wollen. Und wir haben eine Menge Einsendungen bekommen. Das machen wir aber gleich, wenn das Spiel steht. Jetzt gucken wir erst einmal auf das tolle Gewinnspiel der BKK VBU, unserem starken Partner der Offenbacher Kickers. Aber jetzt, ja, versucht er erst einmal hier die Kugel runter zu pflücken. Naja, da hat er schon ein bisschen gerempelt. Das war ein Foul vom Gegenspieler von Davut Tuma. Hätte ich gerne einen Freistoß gesehen. Aber gut, Spiel läuft leider weiter. Sorry, Lars, dass ich dazwischen gekriegt bin. Kein Problem. Der Ball ist im Seitenhaus. Und Sreto Ristić hier, der tobt hier an der Linie. Klar, der versucht auch schnell den Ball hier wieder ins Feld zu bringen. Und der OFC
am Spielgerät. Erst einmal hier in der Rückwärtsbewegung. Ja. Und das war Karpstein. Ronny Marcos auf der gewohnten linken Bahn. Oh, Fetschi, ein kleiner Stockfehler. Aber sie kämpfen sich gleich danach, um den Ball wieder zurückzuerobern. Also gute Moral auf jeden Fall. Ja, aber die sind natürlich auch wieselflink. Ja, und das war einmal mehr stark gemacht von Mohamed Diakité. Ich habe es ja angekündigt. Trotz dieser enormen Körpergröße, sehr trickreich. Und hat man es gesehen, der kann technische Finessen auspacken. So, dann machen wir jetzt das Gewinnspiel der BKK VBU zu Ende, meine-krankenkasse.de. Da gab es ja das, die Frage nach Hans-Jürgen Boysen und den großen Erfolgen und haben viele, viele mitgemacht. Jetzt brauche ich eine Zahl, Kasper, von zwischen 1 und 44. Ja, jetzt schauen wir erstmal, Serkan Firat, leider. Können wir das jetzt machen? Okay. 1 und 44? Zahl zwischen 1 und 44 an, nehme ich die 24, Rückennummer Florent Boyai, der wird nachher noch ein Tor schießen, nämlich. Auflösen und dann schauen wir weiter. Also eigentlich schöner öffnender Pass gerade eben gewesen von Tunay Dennis aus der Kanfirat, leider aber wohl im Abseits gestanden. Trotzdem, der OFC scheint an die Leistung aus der ersten Halbzeit anknüpfen zu können, vor allem hinten raus. Also ich habe mehr und mehr Torchancen erspielen können. Das gelingt jetzt bis hierhin auch im zweiten Durchgang. Und irgendwann, da wird am Bann dann zu brechen sein. Eventuell muss es dann wieder Sebastian Schick mit einem Eigentor richten. Ist mir eigentlich ganz egal, wer es macht. So, jetzt können wir es auflösen. Wer hat denn gewonnen? Also, das ist der Sven Mergenthaler. Herzlichen Glückwunsch. Und der hat auch die Lösung. Ja, also, der sagt es uns. Zweimal hat der Hans-Jürgen Boysen dieses Kunststück des Aufstiegs geschafft. 99 und 2,5. Das ist richtig. Also, herzlichen Glückwunsch. Danke an die BKK VBU. So, weiter geht's jetzt auf dem Feld. Oh, Pressschlag. Und der Ball geht ins Tor aus. Abstoß wird's geben. Vom Laubfrosch-grünen Capitano. Und Ronny Marcos treibt die Kugel. Ja. Tunay Dennis versucht hier, den Ball schnell zurückzuerobern. Ja, in dem Fall ist das gut gelungen. Davut Duma, Techniker vor dem Herrn. Ja, das heißt, er pfeift da kein Foul und da kann er sich hier bewegen. Aber jetzt haben die Offenbacher hier den Ball zurückerobert. Und boah, wie er den im Spiel hält, unglaublich. Ja. Ganz, ganz stark gemacht von Diakité. Und jetzt Karatas, linke Außenbahn. Aber da ist der OFC schon wieder dazwischen. Also das gefällt mir wirklich sehr gut. Die Großaspacher, die haben da eine Menge gute Zocker vorne drin. Und das blitzt auch immer mal wieder auf. Aber der OFC immer sofort mit zwei Mann da. Sehr, sehr, sehr aufmerksam in diesen ganzen Aktionen, die potenziell gefährlich sein könnten. Davut Duma, ich fürchte, der steht im Abseits, wenn der Ball ankommt. Kommt aber nicht. Und so kann der OFC tatsächlich jetzt einfach weiterspielen. Matthias Fetsch auf Ronny Marcos. Schaut da, möchte er vielleicht sogar schon flanken. Wäre schwierig, wenn Matthias Fetsch da nicht in der Box drin steht. Da warten wir jetzt vielleicht erstmal, bis sich der Fetschi in die Box rein orientiert hat. Und wir schauen derweil, dass wir uns eine Flankenposition bringen, zum Beispiel mit einem solchen Freistoß. Perfekt. Linke Außenbahn, da schauen wir doch mal. Serkan Firat oder Tunay Dennis, die könnten sie jetzt beide bringen. Flanke zum Tor hin oder vom Tor weg. Ja, sie traben auch beide wieder Richtung Spielgerät, ganz klar. Und das verspricht Spannung, denn die beiden, die haben es halt richtig drauf. Tunay Dennis ist wieder mal dran. Und da hinten Großbetrieb im Strafraum des Sonnenhofs. Jetzt kommt er reingeflogen auf den Elfmeterpunkt. Kopfball rechts am Tor vorbei, ganz knapp. Eieiei, das war gut. Fast sogar perfekt, aber nur eben passt. Da hätte Jenin jetzt um ein Haar nachgelegt, du. Ja, die setzen sich wechselseitig unter Druck. So habe ich mir das auch vorgestellt. Ja, das hat man auch im ersten Durchgang gemerkt. Da war Jenin jetzt ja auch schon mal ganz, ganz nah dran am Treffer. Also der Jelinski, der fühlt sich in seiner Ehre gekränkt und da hätte es um ein Haar gepasst und fast wäre sogar noch Malte Karpstein rangekommen, hätte er ihn den Treffer klauen können. Ah, naja gut, aber wir sind dran, wir arbeiten uns Chancen und das ist das, was zählt. Davut Duma, linke Außenbahn. Immer wieder versucht er da was zu initiieren. Flanken, ha, nicht ganz mit dem linken Fuß, hat eigentlich viel Druck dahinter bekommen, jetzt aber lange in der Luft. La Prévot geht da gut dazwischen. Mal schauen, ob Groß Asbach hier jetzt was kontertechnisch starten kann. Ah, ich wollte gerade sagen, da sollte mal Karpstein doch dazwischen kommen. Habe ich mich aber Lügen gestraft. Und so jetzt vielleicht mal wieder eine Ballbesitzphase für Groß Asbach. Ja, eine baumlange
Capitano auf Großasperer Seite, das ist Kai Gehring. Den haben wir schon im Hinspiel bewundert, ob seiner Körpergröße. Oh, oh, Kapstein, naja, da wird aber auch ein bisschen gezogen noch. Aufpassen, jetzt versuchen sie abzuziehen am Strafraum. Aber dann hat der Schiri ein Einsehen, auch wenn Hans-Jürgen Boysen das anders sieht. Ja, ja, der darf das ruhig anders sehen. Und es geht weiter mit dem OFC über die rechte Seite. Ja, öffnet der Pass. Aber noch geblockt. Und so wird es Einwurf geben. 10 Yards Raumgewinn OFC. Ja. Vielleicht nochmal zu Kai Gehring. Den hast du schon im Hinspiel bewundert. Groß Asbach bewundert ihn seit 8 Jahren. So lange ist er da schon und schnürt für die seine Fußballschuhe. Ja, Flanke oder flache Hereingabe. Ja, ich glaube, der ist irgendwie ein bisschen abgerutscht vom Schuh. Den wollte er sicherlich nicht so spielen. Und es wird erneut Einwurf geben. Mike Vetter schickt sich an. Ja, das ist Hans-Jürgen Boysen, den man im Hintergrund brüllen hört. Ja. Und da ist er, der Mike. Und jetzt aufpassen. Ja, La Prévort, der kriegt dann Kopfstoß ab. Also ich muss sagen, es sind jetzt so seit wieder an Pfiff so 2, 3, 4 Aktionen, wo mir so ein bisschen das Verständnis für die Entscheidung des Schiedsrichters fehlt. Davor eigentlich nicht auffällig gewesen, aber jetzt waren es doch irgendwie so 3 Aktionen, wo ich eigentlich mir relativ sicher war, dass der Schiedsrichter da auf Freistoß OFC entscheiden müsste. Hat er aber nicht. Naja, hoffen wir, dass das nicht noch zum größeren Thema wird. Also Sven Mergenthaler, du hast ja vorhin gewonnen. Du musst uns jetzt nochmal deine komplette Adresse schicken, damit wir dich hier beglücken können mit deinem Preis aus dem BKK VBU Gewinnspiel. So, weiter geht's mit dem Sonnenhof aus Großasbach, der Dorfclub, selbsternannter Dorfclub. Ja, sie nennen sich das geilste Dorf der Welt. Sicherlich eine streitbare These, aber gut, das ist ihr Brand, wie man neudeutsch sagt. So, und an dieser Stelle wollen wir auch unseren Oberbürgermeister grüßen. Der hat nämlich heute Geburtstag. Happy Birthday. Und diese Grüße, die kommen auch von Adi Wehner und Taxi Fledermaus. Also der hat an sie gedacht und wir schließen uns an. Happy Birthday, Oberbürgermeister Dr. Felix Schwenke. Ja, mich jetzt auch schon von vielen Wahlplakaten angelächelt. Da ich ja immer aus Mainz hierher anreise, war mir noch gar nicht bewusst, wie zugekleistert die Stadt mit Wahlplakaten aller Couleur ist. So, da stehen sie jetzt, Serkan Firat, Tunay Deniz. Das ist jetzt so eine Position, wo es vielleicht mal ein bisschen strittig sein könnte, wer da jetzt schießen darf. Schauen wir mal. Matthias Fetsch steht inzwischen wieder, hatte ja den Schlag abbekommen, der hier zum Freistoß geführt hat. Also gucken wir mal. Tunay Deniz so mit Drall nach links, Serkan Firat, ja, vielleicht mit einem kurzen Pass rechts raus auf Mike Vetter, der da so an der Strafraumkante lauert. Mal gucken, was es jetzt gibt. Also vielleicht haben sie da, also sie besprechen sich relativ lange. Ich glaube, da gibt es jetzt irgendeine ausgefuchste Variante. Ja, gibt es jetzt erstmal hier noch eine Verletzungsbehandlung auf der rechten Bahn. Und jetzt kommt dann der Freistoß, reingehoben von Tunay Deniz. Oh ja, hat ihn noch. Na gut. Ach, der war doch nicht aus. Wegen so einem halben Meter muss man den auspfeifen, oder? Also, ich hab's gesagt. Ich hab's gerade eben schon angedeutet. Wir werden hier ganz klar verpfiffen. Naja. So, heute holen wir den Dreier. Macht euren Job so geil weiter. Wenn ja, was mitwirkt mit in seinem Rahmen, dann packen wir es. Auch wenn alle mitrügen, meint er wohl. Alles Gute nachträglich wünschen wir dem Erik aus Dudenhofen. Der alte Babsack ist schon wieder ein Jahr älter geworden. Bleibt gesund und munter. Der Rest kommt beim Bügeln. Christian aus Mainflingen schreibt das. Also auch er hat Geburtstag, wie der Oberbürgermeister. Happy Birthday. So, weiter geht's jetzt mit dem OFC im Luftduell. Ja. Ja, wird um jeden Zentimeter hier gerungen, gefeitet. Davut Tumak. Ja, was denn? Was soll er denn machen? Er kann sich doch nicht in Luft auflösen. Ja. Was hat er denn jetzt gemacht, Davut Tumak? Ja, das fragen sich, glaube ich, hier gerade alle 22 Spieler auf dem Platz. Sreto Ristić gerade auch nochmal ungläubig gelächelt. Es sind nur 21 Spieler auf dem Platz, tatsächlich, da Ken Gibson immer noch behandelt wird. Der arme junge Mann, der hat Nasenbluten. Das wird noch behandelt, soweit ich weiß, man darf ja erst wieder auf den Platz, wenn die Blutung gestillt ist. Vorher hat der Schiedsrichter da kein Einsehen. Jetzt Marvin Kuni, der direkt von 2 Mann gestellt wird. So auch Diakite. Rechte Außenbahn ist der Ball im Seitenhaus. Ein bisschen verstolpert, ja. Super Aktion mit der Ehrensache. Wollte nochmal sagen, der Schnitto, danke für die Übertragung und viel Erfolg für unsere Kickers. Ja, Ehrensache. Ich habe das ja vorhin auch in der Halbzeit nochmal die Bande eingestellt, damit ihr es nochmal sehen könnt. Und ja,
Wer das Video nicht gesehen hat, der kann sich das dann nochmal anschauen. Liegt auf unserem YouTube-Kanal abrufbereit. Weiter geht's mit Malte Karpstein, der OFC-Innenverteidiger, zu Ronny Marcos. Und dann kommt das Bällchen zurück. Jetzt mal die andere Seite. Oder ins Zentrum. Boja mit dem Kopf verlängert. Ja, da wo Tuma, der wäre schon durchgestartet. Aber die Gelb-Schwarzen erst einmal sehr, sehr aufmerksam. Ja, Matthias Fetsch dann erstmal auch den Befreiungsschlag verhindert. So gibt es Einwurf. Der OFC, ja, kommt da dazwischen. Tatsächlich, jetzt können wir über Tunay Dennis und rechte Außenbahn Mike Vetter neu aufbauen. Ha, ein bisschen ungenau in der Ballannahme und so kann Groß Asbach umschalten. Kuni ist das auf Diakite. Die zwei überall auf dem Feld, aber auch immer mal wieder mit Ballverlusten. So auch jetzt. Davut Tuma. Super. Durch die Hosenträger hat er gut gemacht. Und dann noch die Übersicht rechts rausgespielt. Jetzt vielleicht vorne reingesteckt. Tunay Dennis. Und jetzt muss er rein. Marit. Und Tor. Da ist er. Und das gönne ich dem Jungen. Davut Tuma. Der hat das Ding nämlich vorbereitet. Und am Ende darf er auch vollstrecken. 2:1 für den OFC. Und da fallen sie übereinander her. Und es hat sich angedeutet, es ist verdient. Und wir freuen uns, dass es jetzt geklappt hat. Du hast es gesagt, Davut Tuma im Grunde genommen hat das fast selbst vorbereitet. Dann Serkan Firat, wunderbarer Steckpass auf Tunay Dennis. Der hebt den Ball darüber. Und dann Davut Tuma, ja, der wartet. Geht erst nochmal am Gegenspieler vorbei und dann haut er das Ding hier ins Glück. 2:1 für der OFC. Nächster Assist für Tunay Dennis und der, glaube ich, erster Saisontreffer für Davut Tuma tatsächlich. Ja, das ist doch klasse. Also, super Geschichte. Der OFC führt 2:1. Und das blenden wir jetzt auch oben ein. Da habt ihr es im Spielstand. Kickers 2, Groß Asbach 1. 60,5 Minuten gespielt. Und wenn wir jetzt noch eine drauflegen, Kasper, dann geht das in die richtige Richtung. So ist es. Ich möchte euch mal kurz eine... Oh, da geht Tunay Dennis zu Boden. Herr Schiedsrichter, verdammt nochmal. Pfeifen Sie das doch bitte ab. Na gut, aber der OFC kriegt es erstmal geregelt. Und direkt... Da ist er, der Torschütze. Der hat jetzt hier Lunde gerochen, auch wenn er sich da ein bisschen verhaspelt hat. Dennoch, im Nachfassen hat er den Ball zurück. Ja, ja. Okay, da muss wohl... Ja, ja, da haben wir die Verletzungsunterbrechung da hinten. Ja, Tunay Dennis hat da was abbekommen. Hätte man auch eigentlich da schon Freistoß pfeifen können. Aber mal ganz kurz, wenn ich mich nicht verzählt habe, der gute Tunay Dennis, der steht jetzt bei 14 Scorerpunkten in der laufenden Saison als Sechser. Was ist das für eine brutale Quote? Aber auch da super dann initiiert von Serkan Firat, der den Ball da in die Tiefe steckt. Tunay Dennis legt rüber und Davut Tuma, der die ganze Aktion überhaupt erst ins Rollen gebracht hat, vollstreckt dann eiskalt. Joel Gretzky wird jetzt übrigens kommen auf Groß-Asbacher Seite. Große Betriebsamkeit hier auch beim Auswechseln beim OFC, beziehungsweise das Reto. Das habt ihr eben gesehen, hat hier noch kurze Ansprache vorgenommen. Der Schiri, ja, steht mehr und mehr im Mittelpunkt. Also, positionsgetreuer Wechsel bei Groß-Asbach. Andrew Owuso geht raus und für ihn kommt Gretzky rein. Ich habe es vorhin vielleicht schon mal angedeutet. Das ist ein junger Mann, der mal wirklich drauf und dran war, Bundesliga-Kicker zu werden. Damals bei den Hühnern, das war 2015, hatte er 3 Kurzeinsätze in der Bundesliga. Und da hatte man schon so ein bisschen vermutet, na, vielleicht wird das mal einer für die Bundesliga. Aber dann hat er mit Verletzungen Pech gehabt, ist dann irgendwann bei Groß Asbach gelandet, vergangene Saison, da immer als Flügelflitzer viel Betrieb gemacht, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und dann für diese Saison hat er den Gang in die Regionalliga mitgemacht. Ist vielleicht so ein bisschen, ja, im Vorlauf der Saison einer der Säulen der Mannschaft gehalten worden und spielt jetzt so auf der 6. Ein sehr spielstarker Sechser, der wirklich auch gerne da ins Dribbling geht, auch tief in der eigenen Hälfte. Das sorgt dann immer mal wieder, das ist immer wieder die Initiation für gute Angriffe, die Groß-Asbach dann da fahren kann. Ja, hat aber auch, so wie das gesamte Aufbauspiel der Groß-Asbacher, auch ab und an den Hang zum Leichtsinn. Also wenn man ihn da doppelt und geschickt presst und klug presst, dann kann man da auf jeden Fall die Ballgewinne holen. Aber wenn man dann vielleicht mal eine Sekunde unaufmerksam ist, dann marschiert der los und dann hast du ein Problem. Dann ist die erste Pressinglinie überspielt. Und dann sucht er auch immer sehr, sehr, sehr schnell den Stürmer, den Marvin Kuni. Ah, der Lars hat zum Glück dran gedacht. Wir alle haben uns noch vor dem Spiel gesagt, wir sollten dran denken, die Interviewkamera in der Halbzeitpause aus dem Presseraum zu holen. Lars Kissner hat jetzt zum Glück noch dran gedacht. Gerade noch rechtzeitig. Da merkt man, der Lars, der ist ein Profi. Ja,
das ist ein Profi, der kann alles, oder rechten oder linken. Ein guter sicherlich. So, weiter geht's. Der Sonnenhof mit dem Capitano. Pass über 20 Meter, direkt auf Karpstein. Und andersrum geht's mit dem Torschützen Davut Tuma. Ja, schön abgelegt von Fetsch. Oh, links rausgelegt von Bojai. Klasse. Jetzt gibt's Platz. So, oh, da muss er noch ein bisschen reinziehen. Vierrad. Ja. Und dann ist er erst einmal zurückgeschlagen. Dennoch, der OFC bleibt hier im Vorwärtsgang. Über die rechte Seite Serkan Vierrad auf der Außenbahn. Ja. Also Einwurf Serkan Vierrad. Gerade eben wirklich eine wunderbare Kombination vom OFC gesehen. Einmal von ganz links außen nach ganz rechts außen. Dann hat es nicht ganz geklappt, trotzdem der OFC schon wieder im Strafraum. Tuna Dennis, da wo Tuma mit dem Abschluss. Und da wird Recker-Biesinger, der muss da nachfassen. Da hatte Fetsch, glaube ich, sogar schon direkt wieder gelauert. Aber der Davut Tuma, das merkt man jetzt richtig. Der ist regelrecht beflügelt durch diesen Treffer. Also, jetzt muss ich das korrigieren. Der Ex-Oberbürgermeister hat Geburtstag. Also, der Horst Schneider. Der ist ja auch Verwaltungsratsmitglied, Verwaltungsratsvorsitzender sogar. Also da, Happy Birthday. Da haben wir den falschen Oberbürgermeister in Anführungszeichen falschen gratuliert. Aber gut, das kam hier vom Adi Wehner und hat das auch korrigiert. Da wisst ihr Bescheid, ihr Leute. Und jetzt geht's hier weiter Richtung Asbacher Tor. Die haben allerdings etwas dagegen, Pünktchen, Pünktchen gestellt, nämlich ihren Capitano. Und ja, ist schon eine spielstarke Truppe, aber Davut Tuma, der hat Spaß heute. Ja, oh verdammt, da hätten wir gerade eben super stark aufgepasst von Jülich da auf der 6. Aber da hätten wir gerade eben wirklich einen hervorragenden Konter fahren können. Denn da war der Sechser, der Innenverteidiger, der Kapitän Kai Gehring, aufgerückt und wollte sich mal im Offensivspiel beteiligen. Da hätten wir jetzt super umschalten können. Groß Asbach hat aber gut aufgepasst. Der OFC über Serkan Vierer kriegt er den eventuell noch. Super, setzt sich der Serkan da durch. Und jetzt mach es Serkan. Ja, Tor! Das dürfte fast schon die Entscheidung sein. Und da haben wir hier die Trainerbank. Die freuen sich auch. Also 3-1 OFC, Serkan Vierrad, 3-1. Also, und damals, weil zur Schema, da guckt er sich die Ecke aus, sagt, willst du links oder willst du rechts? Er sagt, rechts, und dann macht er Serkan links. Ja, so ist es. Und wir müssen dann vielleicht gleich nochmal reingucken, weil ich konnte nicht so ganz erschwinnen. Ich glaube, es war Matthias Fetsch, der den Assist da gegeben hat. Ja, muss ich mir dann vielleicht nochmal bei Gelegenheit genau angucken. Aber Serkan Vierrad, der macht da die Bude. 3-1. Und ja, müssen wir mal schauen. Vielleicht das Wort Vorentscheidung. Ein etwas zu großes, aber ja, ich glaube, wir gehen da jetzt etwas weniger sorgenvoll auf die Schlussphase zu mit einem 2-Tore-Vorsprung. Auf jeden Fall. Also, das könnte schon eine kleine Vorentscheidung sein. Aber, nee. Alles muss erst zu Ende gespielt werden. Und deswegen, ja. Wir wissen auch um die Qualität von Groß Asbach, das haben wir ja gesehen, auch gerade in dem Testspiel neulich da. Haben sie auch noch kurz vor Schluss das 3-3 gemacht. Ja, also die sind in der Lage, 3 Tore gegen uns zu erzielen, wobei man jetzt natürlich auch dazu sagen muss, das waren 3 Tore, die sie erzielt haben gegen, ja, B-Mannschaft klingt vielleicht etwas despektierlicher, als es gemeint war, aber wir hatten in der ersten Halbzeit eine Mannschaft, die klar auch so in der Liga hätte spielen können. In der zweiten Hälfte hatten wir auch viele Spieler auf dem Feld, die noch nicht so viel gespielt haben in der Saison. Insofern, ja, ist das nicht überzubewerten, das Testspiel. Hat Reto Ristic ja auch in der Pressekonferenz gesagt, spielt eigentlich kaum eine Rolle. Groß Asbach wird gleich nochmal wechseln. Lass mich mal ganz kurz aufs Blatt schauen. Ich glaube, das wird Georgios Pintides sein, den sie da jetzt bringen werden, Offensivmann. Schauen wir mal, für wen er dann gleich reinkommt. Zieht sein Leibchen an. Und jetzt erstmal Groß Asbach. Mal gucken. Also die werden jetzt natürlich versuchen, hier schnell auf die Antwort zu drängen. Man merkt auch sofort, die Innenverteidiger stürmen jetzt deutlich mehr nach vorne. Also mit dem Mute der Verzweiflung. Sollte uns vielleicht nachher noch ein bisschen Raum geben, dann in der Umschaltbewegung beim Kontern. Naja, vielleicht jetzt zum Beispiel. Ah, schade. Ah, der Ball auch ein bisschen geholpert. Jetzt ist natürlich der ansonsten hervorragend präparierte Platz auch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Da sieht man schon mittlerweile die dicken Maulwurfshügel sozusagen aus dem Gefecht heraus. Obwohl unsere Greenkeeper natürlich hier wie immer einen richtig guten Job gemacht haben. Thomas und Angie in Heusenstamm, ja, grüßen und vermissen ihr Wohnzimmer natürlich hier oben. Liebe Grüße also vom Opa hiermit ausgerichtet.
Und der UFC im Ballbesitz. Hinten raus soll die Kugel kommen. Kapstein nochmal zurück. Ja, sie laufen an. Ja, ja, die Mannen vom Sonnenhof. Ja, klar, die haben jetzt nichts mehr zu verschenken. Die müssen jetzt hochstehen. Und Boyai. Also der UFC Express läuft über die linke Verbindung. Jetzt versucht er ein bisschen reinzuziehen. Ja, da wurde Duma mitgenommen. Was hat er denn jetzt? In der Mitte stehen sie doch alle noch hinten auf der Linie da. Ja. Hat er abseits gepfiffen oder was? Ich habe auch das Gefühl, die UFC-Verantwortlichen nicht hundertprozentig einverstanden. Was er gepfiffen hat, wie beim Handball, Schritte hat er gepfiffen, Schritte. Der hat drei Schritte gemacht. Oder wie beim Basketball, ich glaube, da darf ein Angriff ja auch nur 15 oder 25 Sekunden oder sowas dauern. Vielleicht war es einfach so, zu lang. So, warte mal, weil das Spiel hier gerade unterbrochen ist, ganz wichtige Nachricht vom Fanmuseum, Kickers Fanmuseum. Das ist eine super wichtige Geschichte. Und der Fregel schreibt einfach nochmal, wir bitten euch darum, nochmal die Durchsage zu machen, dass alle Paten und nämlich die Barzahlen direkt den Betrag überweisen und das ganz, ganz zeitnah. Denn ja, sie brauchen dringend Unterstützung. Also ihr könnt euch das vorstellen, die haben jetzt auch kaum noch Einnahmen oder gar keine Einnahmen mehr. Also insofern, wenn ihr keinen Dauerauftrag habt, dann gebt es dort direkt ab, beziehungsweise macht ihr sofort die Überweisung, damit hier die Kickers-Tradition im wahrsten Sinne des Wortes auch überleben kann. Die wird nämlich gehegt und gepflegt im Kickers-Fanmuseum. Danke diesem tollen Team rund um Freckel, unserem ja, fantastischen Kickers-Mann. Ja. Vielleicht nochmal als durch, als zur Chronistenpflicht, Groß Asbach hat den Wechsel jetzt vollzogen, Pintides ist ins Spiel gekommen und Hans-Jürgen Beusen, der spielt jetzt schon so ein bisschen alles oder nichts, hat einen Innenverteidiger dafür rausgenommen und einen Offensivmann reingebracht. Ja klar, was sollen die jetzt hier noch groß taktieren? Für die geht es hier darum, schaffen sie es noch die zwei Tore zu markieren oder nicht? Ein Kerzeprotzer auf offenbarer Seite, aber es ist nichts passiert. Flauder hat die Kugel. So, und jetzt wirft er erst mal ab über 25 Meter auf die linke Bahn. Hat er Ronny Marcos gefunden. La Prevot, Zentrum, Zielinski und Karpstein. So, Ronny Marcos, wohin? Einfach mal nach vorne, klar. Davut Tuma, der hat sich schon wieder freigelaufen. 70 Minuten, ja, 71 Minuten mittlerweile gespielt, 3-1, das sieht erstmal ganz gut aus. Ja, und was mich nochmal besonders positiv stimmt, ja, also bei den Temperaturen ungemütlich, harter Rasen und dann gegen einen potenziell sehr tiefstehenden Gegner gehst du früh mit 1-0 in Rückstand. Dann sich so zurückzuarbeiten ins Spiel und so überzeugend zu antworten, ja, das ist schon auch ein bisschen eine Charakterfrage und der UFC hat sie sehr gut beantwortet, ja. So, und jetzt kommt er erneut, ja, über die rechte Seite. Pass mal auf, jetzt könnte es nochmal gefährlich werden. Nochmal rechts rauslegen, ne? Erstmal zurückgespielt. Dann vielleicht das Zentrum suchen, Serkan Firat. Nee, die Außenbahn wird bemüht. Über rechts, ja, links ohne großen Raumgewinn. Schöne Drehung, Boyai hat den schön vernascht. Allerdings, ja, da hinten an der 16er Kante, da stehen sie, die langen Kerls. Der, ja. Ah, das ist jetzt nämlich Kuni, der den mit reinzieht. Aber zum Glück schenkt er den Angriff her. Ah, jetzt könnte es vielleicht ein bisschen schneller gehen. Ah, Tuna Dennis, gut. Ja, da hat er Matthias Fetsch gesucht, leider nicht gefunden. Weiter geht's. Gehring hat da den Braten gerochen. Ah, das ist ein erfahrener Drittligaspieler, der Kai Gehring. Den kannst du jetzt nicht großartig veräppeln. Gretzkier ist das. Der sucht jetzt Anspielstationen, ist in der Lage, ins Dribbling zu gehen, auch mal den Steckpass zu spielen. Also da muss der enger Mann sein, da muss der aufmerksam sein bei ihm. Ein sehr starkes Spiel gegen Pirmasens gemacht, hat da unter anderem auch einen Freistoß direkt verwandelt. Also auch die können das mit den direkt verwandelten Freistößen. Nur heute müssen sie es mal für meinen Geschmack nicht mehr unbedingt unter Beweis stellen. Also Gretzkier geht da am Gegenspieler vorbei, ein abgefälschter Schuss, aber genau in die Arme von Flauder, der sich da jetzt auf den Ball legt. Ich kann sagen, also er hat ihn ja eigentlich schon in der Hand gehabt, aber dann macht er Klapp und fällt noch oben auf den Ball drauf. Ah ja, hat er schlau gemacht, einfach noch ein Sekündchen rausgeholt. Stefan Flauder, unser Capitano, da ist er wieder im Bild. Oh, jetzt dirigiert er erstmal, bisschen rechts, bisschen links. Und solange keiner anläuft, muss ich auch nicht abschlagen, sagt er sich. Guck, jetzt nimmt er erst noch einen Schluck Kaffee zu sich, oder? Ja, dann schaut er, liest der Flauder die Zeitung, liest die Infektionszahlen nach und dann spielt er den Ball nach vorne. Ah, da gibt es einen Foul von Boyai, aber Jülich ist da vorbeigegangen.
Ja, das macht da sehr gut, der Jülich. Und spielt da auch jetzt schön links raus. Kriegt die 21 den Ball da noch. Ja, noch hat sich noch reingebracht in die Mitte. Kuni dreht sich da auf im Strafraum. Geht zu Boden. Viele Füße mit roten Stutzen da jetzt dazwischen bei diesem Ball. Müssen wir schauen, dass wir da keinen klaren Abschluss zulassen. Jetzt der Schuss aus der Distanz von Jülich abgefälscht. Also genau dieselbe Szene wie gerade eben. Aber jetzt könnte Flauder sich, glaube ich, mal drauf fallen lassen, ja, oder? Auf den Ball. Das macht er jetzt gleich auch. Und, komm, Flauder, lass dich auf den Ball fallen. Ja. Also weiter geht's. Ronny Marcos. Oh, fett. Hat gleich zwei hier um sich. Zwei strenge Bewacher. Ronny Marcos. Und Matthias Fetsch. Erneut. Wieder mal Jülich dazwischen, also auch wenn Groß-Asbach gerade 3-1 hinten liegt. Das ist einer der Spieler, der wirklich positiv auffällt, da auf der 6 sehr aufmerksam, immer wieder aufpasst. Aber auch er konnte nicht verhindern, dass der OFC hier sich Chance um Chance rausgespielt hat, dran geblieben ist und sich dann auch irgendwann tatsächlich belohnt hat. Also wir haben es hier nicht so gemacht, wie wir es vielleicht schon mal gesehen haben, dass wir uns ohne Ende Chancen rausspielen. Der Ball will nicht rein. Nein, wir haben es dann tatsächlich geschafft, auch irgendwann uns dafür zu belohnen, für unseren Aufwand und für unser gutes Spiel. Geretzky gegen drei Mann. Da haben wir ihn gut gestellt, stark. Aber Geretzky schon wieder dazwischen. Und da dreht er jetzt auf. Zusammenspiel mit Kuni. Also der ist sofort Dreh- und Angelpunkt des Groß-Asbacher Spiels, jetzt Geretzky. Ja, sehr quirlig und technisch sehr beschlagen. Vielleicht kann man den Schiedsrichter ja dazu bewegen, überreden, dass er 10 Minuten früher abpfeift, wegen der Kälte. Wir versprechen also, ihm einen ganz warmen Tee in der Kabine. Ich wäre sehr dafür. Ja. Ja, nicht nur wegen der Kälte. Du, die Kälte, das ist mir egal. Aber jetzt einfach den Dreier hier sicher unter Dach und Fach zu wissen, das wäre schon nicht schlecht. Ja. Also die Schlussviertelstunde läuft auf Biebers Höhen. Gebimmelt hat es nicht, oder doch, dreimal hat es gebimmelt im Tor der Asbacher. Aber das war schon vor der Schlussviertelstunde. Und ja. Wir sehen da jetzt Diakite am Ball. Als Spielmacher angefangen, jetzt sozusagen in die letzte Verteidigungslinie zurückgerückt. Dadurch, dass ja ein Innenverteidiger ausgewechselt wurde. Aber für genau diese Aktion, für die Spielauslösung, soll er da jetzt nach hinten rücken. Da liegt Matthias Fetsch verletzt am Boden, während jetzt der Angriff da läuft für die Groß-Asbacher. Flanke rein, Jelinecki, aber erstmal dazwischen, Florent Bojai schaut. Und dann spielt er erstmal raus, weil Matthias Fetsch noch am Boden liegt. Ja, ist dann jetzt natürlich die Frage, wie viel ist Wille, Zeit von der Uhr zu nehmen und wie viel ist wirklicher Schmerz. Ab der 75. Minute ist das immer so eine unlösbare Frage. Aber es sieht so aus, als würde Fetsch gleich wieder aufstehen können. Gewechselt, nee, oder? Gibt's nur Kaltgetränke oder Warmgetränke? Hoffentlich Warmgetränke, ich wollte es gerade sagen. Also wenn das jetzt hier, wenn das Wasser die Außentemperatur hat, dann brennt es aber gleich ganz schön in den Lungen. Wobei, die sind die kalte Luft ja jetzt auch gewohnt nach. Ja, Bruja nimmt die Flasche mit. Jetzt hat er sie zurückgeworfen. Also weiter geht's. Ronny Marcos. Ja, da ist er wieder, Bruja. Diesmal ohne Flasche. Aber links unterwegs. Ja, der ist verzogen. Der ist verzogen, der geht im Tor aus runter. Abstoß. Groß-Asbach, die nur noch 13 Minuten Zeit haben. Ja, der OFC, er wird jetzt gleich übrigens erstmals wechseln. Elia Soriano, dann wahrscheinlich entweder für Bojai oder Matthias Fetsch. Schauen wir mal, wer von den beiden runtergeht. Dass es einer von den beiden sein wird, denke ich, ist fast sicher. So, jetzt Schick, wird da schon direkt gestört. Von Davut Tuma. Und so muss Groß-Asbach wieder abbrechen, hintenrum spielen. Ja, wir lassen uns lange Zeit mit unseren ersten wechseln. Und Stichwort wechseln, das habe ich gerade eben vom Nico... Ja, fünfmal wechseln genau, sogar. Das ist es. Ich habe gerade eben vom Nico gelernt, dass mit dem fünfmal wechseln, so einfach ist es nicht. Denn du darfst fünfmal wechseln, ja, aber du hast nur drei Wechselaktionen. Genau. Das heißt, aber du kannst zum Beispiel einmal alle fünf auswechseln. Das könntest du machen, aber du könntest jetzt nicht fünfmal einzelne Spieler ein- und auswechseln. Ja, keine schlechte Idee, um übermäßiges Zeitspiel zu verhindern. Aber jetzt mal aufpassen, die Asbacher in der Umschalte. Ja, allerdings, die Offenbacher stellen den Raum hier gut zu. Sehr gut gemacht, haben sie gut gedoppelt gleich. Ja, aber Groß-Asbach noch einmal über die linke Bahn unterwegs. Da noch 12 Minuten zu gehen sind. Und der ist im Aus. Jetzt ist er im Aus. Aus ist, wenn der Schiri winkt.
der Liri. So ist es. Faul ist, wenn der Schiri pfeift, diese ganzen Plattitüden, ihr kennt sie. So, Soriano bekommt jetzt noch letzte Instruktionen von Sreto Ristić. Da seht ihr sie gerade aus dem Bild rauslaufen. Und Florent Bojaj wird runtergehen, hat ein gutes Spiel gemacht. Einmal mehr dahinter in den Spitzen. Gut, das nehmen wir noch mit hier, den Wechsel. Und dann habe ich hier noch die Lucy, die Lara, der Luca und der Toni. Die grüßen nämlich den Roman. Und der hat heute 46. Geburtstag. Happy Birthday. Also Soriano jetzt auch beim UFC im Team. Genau, frisch eingewechselt worden. Und ja, dann gibt es da jetzt den Abstoß von Flauda. Malte Karpstein hat im eigenen Strafraum tatsächlich gestanden und gewartet. Was auch immer es damit auf sich hatte. So, Ronny Marcos bringt ja den Ball jetzt weit nach vorne. Schick kann da erstmal klären im Verbund mit Gehring, aber Gehring eher hoch als weit. La Privotte im Kopfballduell hat er nicht schlecht gelöst. Also man merkt so ein bisschen, der UFC, er spielt jetzt nicht mit vollster Kapelle nach vorne. Versuchen das Ding jetzt hier über die Zeit zu bringen. Und Groß Asbach, die mühen sich hier nochmal ranzukommen. Mit Gerezia. Ah, da geht er vorbei am Gegenspieler. Und ah, da hat La Privotte super aufgepasst. Aber er hat gesagt, jetzt, liebe Freunde, ist hier Schluss mit lustig. In meinem Strafraum gibt es solche Vizematende nicht. Das waren, glaube ich, die Gedanken und die Worte von La Privotte. Der ist einfach mal beherzt dazwischen gegangen. Und jetzt geht es eben andersrum. Also hat er gut gemacht. Überhaupt, muss man sagen, sehr guter Einkauf. Auf jeden Fall. Also hat sich gelohnt, den unter Vertrag zu nehmen. Auch wenn er eine gute Zeit lang vereinslos war, vorher ja in Magdeburg gewesen. Aber da auf der 6, das ist so einer dieser Spieler, mag ich. Erinnert mich sehr an Matthias Schwarz. Das ist so einer, der je unauffälliger er spielt, desto besser ist das. Das ist der, der die Räume zuläuft, der immer aufmerksam ist, der die Löcher zumacht. Und vor der Abwehr der Viererkette da hinten ein bisschen die Arbeit abnimmt. Und dann immer wieder die sicheren Pässe spielt. Ball sichert und dann den anderen das Offensivspiel weitestgehend überlässt. Funktioniert gut. Ja, also Dr. Felix Schwenke, unser Oberbürgermeister, ist natürlich auch im Livestream dabei und hat ein bisschen geschmunzelt und hat gesagt, naja, wenn die Kickers gewinnt, dann könnt ihr mir jeden Tag zum Geburtstag gratulieren. Also er nimmt es mit Humor und dem anderen, dem Ex-Oberbürgermeister, dem haben wir ja schon gratuliert. Und das wollen wir gerne auch nochmal wiederholen. Also, beiden Oberbürgermeistern, der Ex und ja, auch der amtierende Kickers-Fans hier mit dabei. So, und Kaspar, wie schaut's denn? 8,5 Minuten noch offiziell. Das sollten wir doch nach Hause schaukeln, oder? Ja, auch wenn Groß Asbach jetzt noch zweimal wechseln wird. Also, ich muss mal ganz kurz auf den schlauen Zettel gucken. Das ist Jonas Meiser und Sandro Sirigu. Hast du keinen eigenen Zettel bekommen? Ja, den musste ich an die Laia abgeben. Ach so. Also, Sandro Sirigu, den werdet ihr eventuell noch kennen. Der hat Zweitliga-Erfahrung in den Beinen, ist ein Außenverteidiger, der jetzt aber als Außenbahnstürmer, rechte Außenbahn, ins Spiel geworfen wird. Eigentlich auf der vereinseigenen Website wurde gesagt, dass dieser Spieler, der Sandro Sirigu, dem Heinz-Jürgen Beusen für die Partie in Offenbach nicht zur Verfügung stehen würde. Aber gut, für ein paar Minuten scheint es zu reichen. Der Sreto Ristić, der kennt den Sirigu tatsächlich. Ah, schön. Ronny Marcos freigespielt von Davutuma. Dann kommt die Flanke vorne rein. Erst einmal auf Nummer sicher gegangen hier. Ja, ja, der Kollege Darius Held mit dem Kopfstoß ins Tor aus. Und dann folgt Ecke, ja, von rechts. Und Serkan Firat, der schickt sich an, diesen zu treten. Oh. 4 Meter Anlauf will er nehmen und dann kommt er reingeflogen. Kopfballverlängerung, naja, gar nicht mal so schlecht dort hinten. Am Querbalken kam er runter. Können wir auch noch mal reinschauen? Also die Regie, die hat es schon. Ja, danke, Laia. Ja, also gar nicht so schlecht. Ja, also die Standards heute, das muss man sagen, absolutes Brett. Auch schon gegen Balingen richtig stark gewesen. Ich weiß nicht,
Ich werde mich vielleicht mal heute nach dem Spiel mal hinsetzen und mal anfangen, Statistik zu führen, wie viele Tore nach Standards wir diese Saison erzielen, weil... Ja, dürfen nur vorne liegen, mit dabei sein zumindest. Ja. Liebe Grüße an Bianca, Jan, Anni, Max und Klein Ben. Ganz großes Dankeschön ans Fanradio und Tickers TV-Team. Rot-Weiße Grüße aus Herbststein, Familie Böhnlein. Herbststein, das liegt im Hohen Vogelsberg. Also, Grüße in die Bird Mountains. Vogelsberg. Bleibt mir die Sprache weg. Kai Gehring am Ball. Ja, der UFC macht es jetzt geschickt. Jetzt presst er mal ein bisschen drauf tatsächlich. Und das bringt die Großasbacher in große Schwierigkeiten da hinten. Erstmal rausgeklärt, aber der UFC, na, fast wäre Serkan Firat da richtig an den Ball gekommen. Aber gut. All das ist sehr, sehr, sehr legitim. Damit halten wir uns die Großasbacher weit weg vom eigenen Tor. Damit können sie gar nicht erst auf blöde Gedanken kommen. Und mit solchen Pässen kommen sie dem Tor auch nicht näher. Marcel Sobotta wird jetzt gleich noch eingewechselt werden. Ja, er macht sich warm. Vielleicht sollten wir uns auch mal warm machen, denn wir frieren und warten auf den Schlusspfiff. Aber jetzt schauen wir die Kickers noch ein bisschen zu. Gut aus Pfaffenhausen. Die Fans aus Pfaffenhausen und Wächtersbach senden Grüße nach Hein Gründau an Hanni und Nanni. Gruß Hoffi und Marcel. So. Und weiter geht's schon wieder mit dem Sonnenhof. Ah ja, der Freischuss gepfiffen, also geht's aufs Offenbacher Tor zu. So, schauen wir. Joel Gerezkia, ich habe es ja gesagt, letzten Spiel hat er einen direkt verwandelt. Das war aber deutlich näher am Tor dran. Das war so die Tunani-Dennis-Position aus dem ersten Durchgang zum 1:1. Das wird jetzt eine Freistoßflanke werden. Die zieht er da Richtung zweiten Pfosten, kommt gefährlich, ist dann aber in den Armen von Stefan Nicht Flauder. Für Flauder, nicht da. Gefährlich ist immer relativ, nicht für Captain Flauder. So, und Mike Vetter, der marschiert jetzt los. Und da sucht er den Serkan mit dem Crosspass. Kommt nicht an, aber der Serkan versucht sich da noch irgendwie den Ball zu erschummeln, hat nicht ganz geklappt. Gibson ist das jetzt, der für Großasbach versucht, wieder in die Offensive zu kommen. Oh, Tunai Dennis spielt nur mit einem Schuh. Ja, Tunai Dennis hat den Schuh in der Hand. Ja. Also da haben wir es im Bild. Unsere Kameraleute sehen alles und die Regie, die hat es eingeblendet. Danke an Thomas. Also damals. Ja, dann kommentieren wir doch jetzt mal, wie der Tuner Dennis seine Schuhe anzieht. Also starke Technik, da jetzt beim Aufnehmen. Macht er das. Oh, stark. Und da ist das Ding versenkt. Da ist er drin, der Fuß. Jawohl. Ja. Die Ferse jetzt muss ins Sohlige. Und jetzt schnürt er den Sieg noch endgültig zu. Eieiei. Ja, wir haben gute Laune trotz Eiseskälte. Ja, und der Kollege schreibt aus dem hohen Norden. Und Respekt, gerade war dir kurz im Bild. Und Kasper ohne Mütze, immer einen kühlen Kopf bewahren. Mal wörtlich genommen. Oh je. Ja, da habt ihr meine wunderbar zerzauste Frisur gesehen. Man merkt mir an, dass die Friseure zu haben. Serkan Firat geht runter. Starke Partie gemacht. Also an vielen guten Offensivaktionen des OFCs direkt beteiligt gewesen. Geht jetzt raus. Marcel Sobotta bekommt jetzt noch mal ein paar Minuten auf der linken Außenbahn. Mal gucken, ob er noch was initiieren kann. Jetzt in den letzten Minuten der Partie. Schauen wir mal, ob wir überhaupt noch ein drittes Mann. Also lasst uns wirklich mächtig Zeit. Aber gut, ich meine, wir haben nicht großartig Gründe zu wechseln. Pass auf, jetzt gibt's noch was. Ja, da ist er, Marcel Sobotta, frisch eingewechselt mit der ersten Aktion. Vielleicht jetzt über die linke Seite vorne reingespielt und jetzt muss es klingeln. Ah, erstmal ins Gebälk, aber gut. Ja, ja, jetzt Großasbach in der Umschalte. Ja, ein Treffer von Matthias Fetsch, das hat natürlich noch gefehlt. Wollte er ihn mit dem Außenriss ganz, ganz elegant machen. Dann wurde er leider noch abgeblockt. Ansonsten hätten wir einen wunderschönen Treffer gesehen. Oh, da ist jetzt eine große Lücke im Strafraum. Müssen wir aufpassen. Und da kommen sie tatsächlich ganz gefährlich. Und das war eine der besten Chancen, die Großasbach hier die kompletten 90 Minuten hat. Hatte ein, ja, doch eher Zufallsprodukt tatsächlich. 88. Minute spricht auch für die gute Defensivarbeit, die wir trotz des frühen Gegentores hier über 90 Minuten gezeigt haben. Also alles in allem wird der OFC, wenn er die drei Punkte denn hier zieht, und da sieht es doch jetzt wirklich sehr gut aus, eine überzeugende Leistung auf den grünen Rasen gelegt haben. Jakob Lemmer, glaube ich, der marschiert jetzt gleich noch zur Trainerbank, der trabt da jetzt noch hin. Ich denke, dann wird gleich Davut Tuma noch verfrüht Feierabend bekommen und dafür dann Jakob Lemmer noch ein, zwei Minuten aufs Feld geworfen. So, Soriano, auch der wurde ja eingewechselt. Zaubert da ein bisschen gegen zwei Gegner, aber bekommt er den Einwurf nicht? Sehr zum Ärger der Trainerbank rund ums Reto Ristic. Die Akite
treibt da jetzt das Leder. Also Groß Asbach, Schlussoffensive, man merkt es, sie mühen sich, sie versuchen es, aber so richtig rumkommen mag dabei nur wenig. Gerade eben haben sie tatsächlich jetzt es erstmal geschafft, gefährlich in Richtung Tor von Stefan Flauder zu schießen, der Ball dann aber deutlich drüber. Also die 3:1 Führung, sie geht absolut in Ordnung und ja, mit den Chancen, die der UFC noch hatte, sie hätte sogar noch ein Törlein höher ausfallen können. Soll uns aber alles recht sein, wenn es hier gleich vorbei ist und die 3 Punkte am Biberer Berg bleiben. Und Groß Asbach noch einmal. Naja, sie haben also schon realisiert, dass sie das Spiel nicht mehr gewinnen werden. Und deswegen spielen sie jetzt auch nicht mehr mit allerletzter Konsequenz nach vorne. Wir sind nämlich in der letzten Spielminute. Und der OFC macht nach wie vor einen sehr, sehr frischen Eindruck. Ist hellwach. Und Ronny Markus wird nochmal einwerfen. Und jetzt gibt es nochmal einen Wechsel. Da kommt Jakob Lemmer. Also, wurde gerade eben noch mal von Sreto umarmt. Noch ein paar letzte Worte bekommen. Davut Tuma ganz auf der anderen Seite des Spielfelds. Trabt da jetzt sozusagen auf der anderen Seite des Spielfelds raus. Dann darf Jakob Lemmer jetzt gleich drauf aufs Feld. Mal gucken, ob der Jakob noch mal den Ball bekommt. Also für die letzten Aktionen des Spiels der Jakob. Kasper, ich würde sagen, ich verabschiede mich schon mal. Du bringst das hier noch sauber zu Ende. Ich gehe runter und hol dir dann die Spieler ans, zum Interview. Und wenn ich dich um was bitten darf, vielleicht Serkan Firat, Tunay Deniz Doppelinterview, wenn das geht? Serkan Firat und Tunay Deniz. Doppelinterview, wenn das gehen würde. Okay. Und Davut Tuma könnten wir auch noch gut gebrauchen. Ne? Also gut, dann mach du das hier zu Ende und mach vielleicht noch ein Türchen hinten drauf. Und ich sag schon mal Tschüss, macht's gut, bis später dann. Jawohl, also ich bestelle beim Lars den Interviewpartner, der Lars bei mir ein Tor. Mal gucken, wer besser liefern kann. Also erstmal Einwurf, UFC rechte Außenbahn, Szenenapplaus, Sreto Ristić. Ja, der kann absolut zufrieden sein. Wir haben es ja schon angesprochen, spricht auch für den Charakter der Mannschaft, wenn du doch nach wirklich schwierigem Start sich so gut reinfindest in die Partie. Natürlich für den Charakter, aber auch für die individuelle Klasse. Man hat sowohl über den Einsatz als auch über das Spielerische heute geschafft, die Partie zu drehen. Unter anderem, da wir jetzt auch gerade nochmal einen Ball haben, möchte ich auch nochmal Mike Vetter hervorheben. Vor allem in der ersten Halbzeit wahnsinnig viel angetrieben. Mit dafür verantwortlich gewesen, dass der OFC es geschafft hat, gegen kompakte Groß-Asbacher sich immer mehr und mehr Chancen herauszuarbeiten, je länger die erste Halbzeit ging. Und dann durch Tunay Deniz, das muss man auch ganz klar sagen, das war der Dosenöffner, dieser direkt versenkte Freistoß. Und dann der OFC immer stärker geworden, immer mehr und mehr Offensivaktionen. Schlussmann David Recker-Wiesinger auf Groß-Asbacher Seite, ganz im Blau, hat wirklich eine Menge starke Paraden heute gezeigt. Aber irgendwann war dann auch er machtlos. Und so können wir heute mit 3:1 die Partie für uns entscheiden. Fragezeichen, denn jetzt kommen sie dann tatsächlich doch nochmal überfallartig. Die Groß-Asbacher Malte Karpstein hat da erstmal aufgepasst. Schuss aus der Distanz abgeblockt und es wird dann doch nochmal den Eckball geben tatsächlich. Also, von der rechten Außenbahn, ja, wer wird es sein? Ich glaube, Georgios Pintidis, mit dem rechten Fuß vom Tor weg. Einmal jetzt noch konzentriert sein, ich denke, das dürfte jetzt hier eine der letzten Aktionen des Spiels sein. Da hebt er die Hand, Ball reingetreten auf den ersten Pfosten mit der Hacke, ganz gefährlich. Das war Mohamed Diakité, kurz vor seinem ersten Saisontreffer. Geschickt gemacht, aber dann haben wir da nochmal klären können. Nächste Ecke. Also Groß-Asbach versucht es nochmal. Da hebt er wieder die Hand. Mal gucken, ob er wieder auf den ersten Pfosten kommt. Tatsächlich quasi dieselbe Variante. Diesmal hat Soriano den Ball ja nicht wirklich rausklären können, nur hochklären können. Und jetzt dann vielleicht nochmal Jakob Lemmer. Schade. Wenn er da auf Tunay Deniz hätte durchstecken können, dann hätten wir einen super Konter gehabt. So nochmal der Ball an unserem Strafraum. Oh, da kombinieren sich tatsächlich gut durch. Man merkt, die können halt Fußball spielen. Umso schöner, dass unsere Jungs sie da heute so konsequent dran hindern konnten. Auch jetzt nochmal. Also so langsam blicken wir fragend Richtung Schiedsrichter. Nochmal der Ball rein in den Strafraum. Flauder pflückt ihn da runter und dann dürfte es das doch jetzt gleich gewesen sein. Vielleicht jetzt noch den Abstoß. Freuen wir uns über einen verdienten 3:1-Sieg für den UFC. Alles in allem ein schöner Samstagmittag, den wir dann hier zusammen verbringen durften. Da pfeift der Schiedsrichter ab. Lars Kästner hat sich schon verabschiedet. Auch ich verabschiede mich. Ciao, ihr Leute, und feiert im Corona-gerechten Rahmen schön.